das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier in diesem Kontext zu sprechen. Ich sollte vielleicht vorweg eine kleine Warnung geben an die Juristinnen, die ja jetzt hier zweifelsohne zuhören. Ich bin kein Jurist, ich bin einfacher Hacker. Ich interessiere mich für IT-Sicherheitslücken und dafür, wie man sie ausnutzen oder schließen kann. Studiert habe ich Psychologie. Ich habe auch mal tatsächlich überlegt, Jura zu studieren und hatte auch einen Studienplatz für Jura, aber mein elterlicher Rat war, Linus, als Jurist wirst du entweder ein Arschloch oder unglücklich. Deswegen habe ich dann Psychologie studiert. Ich arbeite als IT-Security-Consultant, das heißt, ich suche oder ich helfe inzwischen größeren Organisationen dabei, ja, Sicherheitslücken zu vermeiden, Sicherheitslücken zu managen, eine Organisation, um IT-Sicherheit aufzubauen. Das ist so das, was ich beruflich tue. Und ja, mein ehrenamtliches Engagement findet hauptsächlich im Podcast Logbuch Netzpolitik und eben im Chaos Computer Club statt. Der Chaos Computer Club als Hackervereinigung ja, kümmert sich, würde ich sagen, einmal um die Belange der IT-Sicherheit und andererseits sehr stark auch um die Belange der Bürger und Bürgerinnen und Freiheitsrechte im Bereich der Digitalisierung. Ich habe Staatstrojaner analysiert, ich war Sachverständiger für IT-Sicherheitsgesetz 1 und 2. Wir haben mit Thorsten Schröder, mit dem ich auch den Staatstrojaner auseinandergenommen habe, und Martin Schier sich mal die Bundestagswahl gehackt, so Dinge, die man halt macht in seiner Freizeit, wenn man aufgewachsen ist als privilegierter Jugendlicher mit zu viel Zeit und zu viel Internet. So grundsätzlich ist es zwar immer schwieriger, an eine positive digitale Utopie zu glauben, aber wie John Perry Barlow auch schon einmal sagte, sinngemäß, die beste Möglichkeit, die Zukunft zu beeinflussen, ist, sie einfach vorherzusagen. Und ich denke nach wie vor, dass es sich eigentlich mit der ganzen Digitalisierung ein positives Phänomen handelt, wenngleich wir momentan nicht unbedingt uns in der Bundesrepublik Deutschland in der Situation befinden, davon allzu viel mitzubekommen. Wenn von Cyberkriminalität die Rede ist, kann ich also vor allem beisteuern, was eigentlich gerade los ist. Das weiß ich, weil ich viel in der Incident Response arbeite, also die Schäden bei den Unternehmen dann sehe, weil ich viel in der Prävention arbeite und tja, weil ich vielleicht als einer der wenigen Diskussionsteilnehmer auch tatsächlich ein bisschen Ahnung von IT-Sicherheit habe. Und so würde ich heute gerne mein Ziel heute wäre, dieser Cyberkriminalität mal so ein bisschen den Nimbus des Mystischen zu nehmen und den Phänomenbereich einfach mal ein bisschen zu erklären, was da eigentlich abgeht und warum, was weiß ich, bestimmte Dinge problematisch sind und bestimmte andere Dinge vielleicht falsch gesehen werden. Deswegen absurde Mythen, weil Menschen immer wieder sehr komische Vorstellungen haben von IT-Sicherheit und IT-Unsicherheit und auch sehr komische Vorstellungen haben von, was für eine Strafverfolgung notwendig wäre und was für eine Strafverfolgung nicht notwendig ist. Und dann natürlich auch die bittere Realität dessen, was da draußen abgeht. Vorweg, bei jedem Vortrag mit dem Titel Cyber muss ich sagen, Cyber ist ein Wortbildungselement mit der Bedeutung, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Und genau das möchte ich heute also ein bisschen auflösen, dass Sie alle ein bisschen mehr hinter dieses Buzzword Cyber schauen können und diesen Phänomenbereich vielleicht ein bisschen nüchterner erfassen, als er häufig auch in der medialen Berichterstattung gehypt wird. Am Ende geht es oder in den meisten Fällen immer um IT-Sicherheit. Ja, wir haben einmal die ganzen Sachen, die mehr oder weniger das Hacking betreffen, natürlich der Phänomenbereich, der mich sehr interessiert. Und dann geht es im weiteren Verlauf der gesellschaftlichen Diskussion natürlich auch um die IT-Sicherheit von Hackerinnen und Hackern und die IT-Sicherheit in anderen Kriminalitätsbereichen, wo der Staat sich ja nun auch in die Digitalisierung einmischen möchte. Und die bittere Wahrheit in der IT-Sicherheit ist, dass es, sagen wir mal, als Forschungsfeld
verhältnismäßig arm an Durchbrüchen ist. Ja, wenn wir uns, was weiß ich, die Physik anschauen, die hat noch so große ungeklärte Fragen. Ja, und da müssen dann irgendwie ganze Karrieren drauf, ganze Generationen von Karrieren drauf verballert werden, herauszufinden, wie es denn wirklich ist, ja, und ob es jetzt ein Higgs-Boson gibt oder nicht. Solche Fragen haben wir in der IT-Sicherheit nicht. Wir haben eigentlich alle Probleme gelöst, zumindest in der Theorie. Wir haben ein paar zukünftige Probleme, was weiß ich, quantensichere Krypto oder so, aber es gibt nicht so etwas wie eine fundamentale Herausforderung der IT-Sicherheit, für die es noch keine theoretische Lösung gibt. Trotzdem haben wir in der Praxis tatsächlich einfach ein einziges Desaster. Ja? Und man könnte sich das so ungefähr vorstellen, dass die Forschung halt immer und natürlich auch die landläufige Vorstellung von Hacking und IT-Sicherheit irgendwie so Mission Impossible-Style ist, während die Realität eigentlich tatsächlich eher so ein bisschen im Hütchenspiel-Bereich stattfindet. Und das hat was Einfaches damit zu tun, dass wir in der Mitte der Gesellschaft und in der Mitte der Wirtschaft leider noch nicht so gut sind in der IT-Sicherheit, dass wir dauerhaft gegen Hütchenspieler gewinnen. Ja? Wenn das irgendwann der Fall ist, dann haben wir es auch vielleicht mal, kriegen wir es auch mal mit Tom Cruise zu tun. Aber auch Tom Cruise würde uns als Hütchenspieler ausrauben. Und der betreibt ja diesen Aufwand hier in dem Film Mission Impossible nicht, weil er irgendwie einen sportlichen Ehrgeiz hat, ja? Sondern weil es notwendig ist. Und diese Barrieren haben wir eben in vielen Bereichen noch nicht bereitgestellt. Eine relativ einfache Sache, die häufig außer Acht gelassen wird, weil man immer so, die Hacker hacken sich in irgendein System. Wir hacken uns in Systeme, weil es Schwachstellen gibt. Und es ist sehr sinnvoll, das nicht aus den Augen zu verlieren. Das Ganze beginnt immer mit einer Schwachstelle. Diese Schwachstelle ist technisch oder menschlich. Und die ist vielleicht anfangs unbekannt und wird dann irgendwann Leuten bekannt und wird dann ausgenutzt. Und je nachdem, was so eine Schwachstelle bedeutet oder wie sie gestaltet ist, ermöglicht sie es also, ein System aus dem Tritt zu bringen. Und ich denke, das sollte man in diesem ganzen Kontext nie vergessen. Der Grund, warum wir so ein großes Potenzial in der Digitalisierung sehen, warum der Computer eine Erfindung ist wie keine andere, dieser Grund ist, dass der Computer quasi die universelle Informationsverarbeitungsmaschine ist. Vorher hatten wir Maschinen wie, was weiß ich, ein Spinnrad oder eine Dampfmaschine, die hatten quasi limitierte Anwendungsbereiche. Ja? Es war jetzt nicht unbedingt so einfach, aus einem Spinnrad ein Fahrrad zu machen. Ja? Das erforderte einen fundamentalen Umbau. Computer ist es aber so, dass wir einen Prozessor haben, den wir für alles programmieren können. Den können wir mit Excel, mit Zoom, mit Linux, mit Microsoft-Produkten oder mit Apple-Betriebssystemen füttern. Und der ist immer in der Lage, das zu tun. Und genauso können wir dem natürlich auch Schadsoftware unterschieben und er wird die ausführen. Und IT-Sicherheit ist immer die Idee dieser universell verwendbaren Maschine, diese Freiheitsgrade wieder zu nehmen. Also eine Maschine, die alles kann, darauf einzuschränken, dass sie nur das tut, was wir wollen. Und deswegen ist es auch so schwierig. Aber wir können sicher programmieren und wir machen es wahrscheinlich auch in vielen Millionen Zeilen Code. Und ein Fehler kann aber eben zu einer Schwachstelle führen, die dann eben ermöglicht, dass Dritte die Sicherheitsannahmen dieses Systems umgehen können. Was sie dann tun, ist immer noch mal eine andere Frage. Das habe ich hier also als dritte Phase abgebildet. Wir haben also die Schwachstelle, wir haben einen Weg, sie auszunutzen und wir haben die Payload, also das, was man dann tut. Wie man also seine neu gewonnenen Freiheitsgrade ausnutzt. Ein weiterer Begriff, der da so eine relativ große Rolle spielt, ist der Begriff der Infektion. Also einen dauerhaften Zugang in einem System einzurichten. Das macht man eigentlich nur aus dem Grund, dass man später nochmal angreifen oder nochmal zugreifen möchte, vielleicht auch, wenn die Schwachstelle weg ist. Und all das, diese Unterschiede kennt der größere Teil nicht und die Menschen konzentrieren sich im Prinzip auf Cyber in den Nachrichten. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und solange wir nicht so darüber informiert sind und uns diesem Themenbereich klüger nähern, werden wir uns eben auch nicht vernünftig dem gegenüber als Gesellschaft aufstellen. Das ist nicht nur im Bereich Cyber so, das ist natürlich auch zum Beispiel im Bereich einer Pandemie so. Ja, wir lernen über die Bedrohung, also sagen wir mal, viele lernen über die Bedrohung, einige lernen kreativ andere Dinge über die Bedrohung
Und am Ende hat das eben auch Konsequenzen darin, wie gut man mit der Bedrohung umgeht oder gegen sie gewappnet ist. Als nächstes würde ich mal so ein paar Mythen ansprechen, die so die Gesellschaften oder die ich so für fehlerhafte, toxische Werthaltung oder Glauben einschätzen würde, die dazu führen, dass Menschen sich im Bereich der IT-Sicherheit nicht klug verhalten. Ja, also zum Beispiel hört man von vielen, wer sollte denn an mir Interesse haben? Ja, dem liegt ja irgendwie so die Annahme zugrunde, dass Angreiferinnen spezifisch ihre Ziele auswählen würden. Tatsächlich funktionieren die Geschäftsmodelle aber unabhängig von der Kundin, weil wir häufig es mit Angriffsmodellen zu tun haben, die einfach massenhaft funktionieren. Also der Angreifer oder die Angreiferin wird nicht reich, weil sie jetzt sie spezifisch gehackt hat, sondern weil sie 200 Leute gehackt hat oder 1000 Leute gehackt hat und die jeweils um vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Euro erleichtert hat. Das heißt, die Angreifer haben Angriffsmodelle, die skalieren. Wir sind also in der Regel, wenn wir gehackt werden, eine Fliege von vielen unter der Klappe. Und das hat sehr viele Vorteile, weil das heißt, wenn die Bedrohung bei mehreren Leuten funktioniert, dann heißt das, dass wir auch wissen, wie wir uns dagegen schützen können. Und das heißt auch, dass wir im Prinzip wie so eine Herde von Gazellen sind, die vor Löwen wegrennt. Wir müssen nicht unbedingt in der Lage sein, schneller rennen zu können als Löwen, aber es reicht halt, schneller zu laufen als die anderen Gazellen, weil eben einfach nur die Schwächsten am Ende gefangen werden, weil die Löwen sich nicht mehr Mühe geben, als unbedingt notwendig ist. Und dieses Wissen zu haben, kann zu einer effektiveren Verteidigung beitragen. Weil wir eben wissen, was möchten die Angreifer tun, was ist überhaupt die Bedrohung, vor der ich mich schützen muss. Und dann kommen wir quasi aus diesem, oh mein Gott, es gibt diese gemeinen Halbgötter in Schwarz, die meinen Computer hacken, zu, okay, folgendes ist meine Bedrohung, so begegne ich ihr. Merke das häufig, wenn ich irgendwie so Leute kennenlerne und dann irgendwie mein beruflicher Hintergrund zum Sprechen kommt, dass sie dann so ihr Handy, was auf dem Tisch liegt, so näher zu sich heranziehen, weil sie irgendwie Angst haben, dass ich das mit Gedanken oder durch Handauflegen hacken könnte. Ja, das ist natürlich nicht der Fall und zeigt halt, ne, also in anderen Bereichen würde man das nicht tun. Das Handy wegzuziehen wäre eine total sinnvolle Maßnahme, gegenüber einem Taschendieb oder einem Trickdieb. Aber das bin ich ja zum Beispiel nicht. Wobei, je nachdem. Schlechte Vorstellung ist, die Angreifer wollen mir schaden. Ja, es ist nicht so, dass da draußen notwendigerweise Menschen sitzen, deren Ziel darin besteht, ihnen zu schaden, sondern sie verfolgen für sich genommen Ziele oder Möglichkeiten der Bereicherung, die ihren Schaden in Kauf nehmen, aber nicht notwendigerweise den Schaden als Ziel haben. Wie wir später sehen werden, funktionieren viele Geschäftsmodelle gerade darin, ihnen keinen Schaden dauerhaft zuzufügen. Und dann natürlich die Idee, das ist sicher. Ja, ich halte so einen Vortrag, egal wo ich einen Vortrag halte, kommen nachher Leute, haben irgendein Gerät in der Hand, irgendein Handy, irgendeine App, irgendein, was weiß ich, irgendwas, was sie aus China bestellt haben oder gerade runtergeladen haben und sagen, ist das sicher? Und wenn man dann fragt, gegen welche Bedrohung denn, was ist denn das, wovor sie sich fürchten, dann sind die Leute nicht in der Lage, das zu artikulieren. Und das zu können, ist aber, denke ich, grundsätzlich notwendig, um den Phänomenbereich der IT-Sicherheit und damit auch der sogenannten Cyberkriminalität zu ergründen. Grundsätzlich haben wir in der IT drei Schutzziele: Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit. Also unsere Systeme und Daten sollen verfügbar sein. Klar, wenn sie weg sind, ist schlecht. Gerade hier unter, ich würde sagen, einer größeren Generation Jurastudierenden wird eine sicherlich sein, die dann irgendwie die Masterarbeit oder die Bachelorarbeit oder die Promotion oder was auch immer oder die Habil samt MacBook in der S-Bahn liegen lässt und dann nochmal von vorne anfangen kann. Ja? Das sind diejenigen, die dann lernen, was Verfügbarkeit für ein wichtiges Schutzziel ist. Integrität, das heißt, die Daten, die wir heute speichern, sollen morgen auch noch genauso sein und die Programme, die wir haben, sollen morgen auch noch das Gleiche tun. Letztendlich natürlich auch, wir möchten keine Schadsoftware auf unseren Systemen haben. Und Vertraulichkeit, das, was am ehesten noch verstanden wird, meine Daten sollen nur diejenigen sehen, von denen ich das möchte.
Das Schöne daran ist, alles, was irgendwie im weitesten Sinne Hacking oder Cybercrime ist, betrifft eine dieser drei Bereiche: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Und jetzt wissen Sie schon sehr viel mehr, wie Sie sich oder was Sie schützen möchten. Denn wenn Sie alle drei Schutzziele erreicht haben, dann haben Sie ein sicheres System. Sie sagen also nicht mehr, das ist sicher, sondern das ist sicher gegen. Und da kommt natürlich leider der nächste bittere Punkt. Es gibt immer einen Weg. Die Frage ist nur, wie schwer dieser Weg ist. Und das ist die ganze Idee unserer Verteidigung. Verzeihung. Wir möchten diesen Angriff erschweren. Also wir möchten die Kosten für den Angriff in die Höhe treiben und in ein ungünstigeres Verhältnis zum Anreiz setzen. Das ist das, was wir eigentlich unter IT-Sicherheit verstehen. Und dann kommen wir zum nächsten Problem, dass viele Menschen denken, das ist jetzt sicher, also bleibt es das auch. Und IT-Sicherheit ist leider kein Zustand, sondern ein Prozess. Und viele Menschen verstehen genau das nicht. Und das hat dann eben zur Konsequenz, dass sie früher oder später Opfer von Angriffen werden und mitunter hohe Schäden haben. Sehr häufig in Unternehmen der Fall, dass man davon ausgeht, okay, wir haben hier eine Investition geleistet, wir haben eine so und so viel 1000 Euro für ein System ausgegeben und jetzt gehen wir davon aus, dass diese Investition sich jetzt amortisieren soll und die IT soll bitte nicht nochmal kommen mit irgendwelchen zusätzlichen Investitionen in IT-Sicherheit. IT-Sicherheit ist aber eben etwas, was die ganze Zeit gepflegt werden muss. Und wenn wir bei dem Begriff der Schwachstelle bleiben, ist das auch klar, denn Schwachstellen haben wir zu jedem Zeitpunkt mehrere in unseren Systemen. Warum wissen wir, dass wir immer mehrere haben? Weil wir sie früher oder später werden sie uns bekannt gemacht. Und dann müssen wir sie schnell beheben. Also zum Zeitpunkt X ist die Schwachstelle in dem System und keiner weiß davon. Irgendwann findet jemand das heraus und entweder meldet diese Person die Schwachstelle oder sie nutzt sie aus. So oder so wird dann irgendwann entweder durch Schaden oder durch Meldung die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt. Es gibt dann in der Regel ein Update. Und spätestens, wenn es das Update gibt, ist Folgendes passiert. Ihr System ist unverändert auf Ihrem Schreibtisch, aber die Schwachstelle, die dieses System hat, ist auf einmal allgemein verfügbares Wissen. Und wenn vielleicht große technische Kompetenz notwendig war, um die Schwachstelle zu finden, so ist es ab dem Moment, wo sie bekannt ist, keine große Herausforderung mehr, sie auszunutzen. Das heißt, das Wissen oder die Anzahl der Personen, die in der Lage sind, ihr System zu hacken, wird schlagartig größer. Und damit gibt es auch den nächsten Mythos, dass man davon ausgeht oder dass viele davon ausgehen, die Angreiferinnen hätten besondere technische Fertigkeiten. Und das ist eben nicht der Fall. Die Mehrheit der Angriffe hat menschliche Komponenten. Das ist einerseits gut, weil das heißt, dass die technische IT-Sicherheit besser ist, als wir sie uns vielleicht vorstellen. Und das ist andererseits tragisch, weil das heißt, dass wir quasi einerseits gute technische IT-Sicherheit haben oder verhältnismäßig gute technische IT-Sicherheit haben und menschliche Fehler machen. Das heißt, dass wir häufig eben einfach selber schuld sind. Und dann, wenn ich so an diesen Punkten angekommen bin, dann kommen irgendwie die Leute und sagen, ja, okay, alles kann gehackt werden, also sind wir machtlos. Das ist eben genau nicht der Fall. Die Idee ist, natürlich vorzusorgen, Angriffe zu erschweren und potenziellen Schaden zu minimieren. Davon auszugehen, dass man aber selber niemals eine IT-Sicherheitsschwankung hat, niemals ein Risiko oder niemals vielleicht auch einen geringeren Schaden, das ist fahrlässig. Ja? Und aus diesem Grunde, insbesondere, also gerade Privatpersonen oder Menschen, die beabsichtigen, in prestigeträchtigen Fächern Abschlüsse an Universitäten zu machen, sollten eben überlegen, dass sie auch für den Fall eines Angriffs potenziellen Schaden minimieren. There is no glory in preparation. Ja? Tatsächlich ist in der IT-Sicherheit so, dass sehr viele, oder dass im Prinzip das Einzige, was Leute wirklich gerne kaufen, Prävention ist. Also Virenscanner, Firewalls, überall wo draufsteht, sie werden nicht gehackt,
Das sind die Dinge, die Leute gerne kaufen. Nur wenn die Prävention versagt, dann möchten wir ja auch noch beispielsweise eine Detektionsmöglichkeit haben. Also um mal bei der Pandemie zu bleiben, den Antigen-Schnelltest, der allgemein verfügbar ist. Oder eben Maßnahmen zur Wiederherstellung, also vielleicht eine Medizin, die das Leid der Krankheit mindert. Und diese Bereiche der Detektion und der Wiederherstellung sind klassisch unterinvestiert. Ja, dass Menschen also viel zu wenig dort investieren, weil sie alles überinvestieren in die Prävention. Und wenn man sich dieses Ungleichgewicht vor Augen hält, kann man relativ viel sich erklären. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir sind nicht machtlos oder es wäre eine fehlerhafte oder eine gefährliche Annahme, davon auszugehen, dass wir machtlos sind. Ich denke, das ist für das Individuum immer richtig, also für die individuelle Organisation, für die individuelle Privatperson ist das korrekt, sie ist nicht machtlos. Aber wenn wir uns mal die Welt anschauen, dann gab es, das Datum war glaube ich irgendwann im Ende Juli, Anfang August, hat Joe Biden, und man muss sich überlegen, das ist der Präsident der größten Volkswirtschaft der Welt, der Heimat von NSA und CIA, den notorischen sagenumwogenen Geheimdienste, die vermutliche Quelle von Stuxnet, dem ersten im Prinzip militärischen Trojaner, dem Land im Fokus der Snowden-Enthüllungen. Ja, kein Land hat wahrscheinlich bessere Kapazitäten in Angriff und Verteidigung im Bereich der IT-Sicherheit. Und die USA drohen, dass Cyberangriffe dazu führen könnten, dass sie sich mit Waffen wehren. Da muss man sich natürlich überlegen, wie kommt, also das ist ja wirklich ein Eingeständnis von Machtlosigkeit, wie es im Buche steht. Dass man sagt, okay, wir werden, es reicht uns hier mit dem Hacking, wir werden unsere Waffen nutzen, wenn ihr nicht aufhört. Die Nachricht geht natürlich im Zweifelsfall an Russland, weil die Annahme ist, dass Angriffe insbesondere im Bereich der Ransomware ihren Ursprung in Russland hätten. Das heißt, während wir das Problem in einem kleinen Bereich vielleicht überblicken können und für unsere eigene IT-Sicherheit sorgen können, wird es in einer größeren Organisation immer schwieriger und letztendlich für einen Staat oder eine Volkswirtschaft quasi unmöglich. Auch dazu gleich noch einige Gedanken. Der letzte Mythos, Firewall. Ich höre den ganzen Tag nur Firewall und irgendwelche Leute haben eine Firewall und meinen, sie könnten jetzt nicht mehr gehackt werden. Tatsächlich ist es so, dass Hacking immer entlang der Wege geht, die Nutzerinnen ohnehin haben. Und viel mehr brauchen die Angreifer auch nicht. Und es ist genau diese uninformierte Vorstellung darüber, was ein Schutzsystem leisten kann und was nicht, die dazu führt, dass Leute eben einfach nicht wissen, wie sie gehackt werden und deswegen sich auch nicht gezielt dagegen verteidigen können. Deswegen möchte ich jetzt im weiteren Verlauf ein paar Phänomene des Cybercrime darstellen. Ich würde sagen, so ungefähr die häufigsten oder die dramatischsten, die wir in diesem Bereich so haben. Ein bisschen erklären, wie sie funktionieren, wie man sich dagegen schützen könnte und was dann so die Probleme sind oder auch die Entwicklungen in diesem Felde. Denn entgegen meines ursprünglichen Gefühls in den letzten Jahren hat sich da doch durchaus etwas geändert, was die Bedrohung für uns ist und was vielleicht nicht. Wir kommen dann zu ein paar Problemen und dann spezifisch zu dem Aspekt der Strafverfolgung, der ja dann im juristischen Bereich dann doch relativ relevant ist. Denn es ist bekannt, dass Hacking verboten ist. So viel kann ich vorwegnehmen. Das werden Ihnen andere Leute besser erklären können als ich. Insofern auch die Annahme, dass das Internet ein rechtsfreier Raum sei, so sicherlich nicht haltbar ist. Kommen wir zum ersten Phänomen. Das Phänomen der Ransomware. Eine, würde ich sagen, Angriffsform, die seit ungefähr Ende 2015, Anfang 2016 angefangen hat,
große Wellen zu schlagen und eigentlich auf einem sehr einfachen Prinzip basiert. Das Ziel der Angreifer ist, die Verfügbarkeit von ihren Daten einzuschränken und dann dafür ein Lösegeld zu verlangen. Und es gibt ein paar, sage ich mal, evolutionäre Aspekte, warum dieses Geschäftsmodell in den letzten Jahren so beliebt wurde und nicht schon früher beliebt war. Und das eine ist quasi der evolutionäre Bereich der IT-Sicherheit. Die meisten Virenscanner scannen oder erkennen, wenn Software sich installieren möchte, also wenn sie ihr System infizieren möchte. Und Ransomware hat den Vorteil, dass sie das nicht braucht. Sie braucht nur einen einzigen Durchlauf durch ihr System und dann quasi kann sie auf die Infektion verzichten. Das war so der evolutionäre Vorteil von Ransomware. Es gab dann äußere Faktoren, wenn ich von Leuten Lösegeld verlangen möchte und ich möchte das potenziell über Landesgrenzen hinaus tun, dann hilft mir natürlich eine potenziell anonyme Zahlungsmöglichkeit. Und mit Cryptocurrencies gab es diese dann, ja, für den internationalen Zahlungsverkehr. Natürlich mit einigen Tücken, wo wir auch gleich drauf eingehen werden. Aber quasi diese beiden Faktoren haben dieses Modell begünstigt. Und dann gab es noch einen dritten Faktor. Keine Sau macht Backups. Und so war das Geschäftsmodell der Ransomware geboren. Ich habe das hier mal mit einer virtuellen Maschine durchgeführt. Das sind tatsächlich Abläufe, die haben wir, ich sehe es gerade, 2016 für die Sendung Quarks in Kaspers gemacht. Ist heute noch funktioniert heute noch genauso und zeigt eben, dass wir da leider eben die evolutionären Fortschritte auch nicht unbedingt in dem Ausmaß machen, wie wir uns das wünschen sollten. Sie bekommen eine E-Mail. Die E-Mail hat einen Anhang. Und sie öffnen den Anhang. So, der Anhang öffnet eine Word-Datei und die sieht dann ungefähr so auf ihrem Bildschirm aus. Sie sehen rechts das Word-Dokument und es kommen zwei Warnungen. Wir haben eine rote Warnung, die uns darüber informiert, dass es sich um eine raubkopierte Version von Microsoft Word handelt. Und wir haben eine gelbe Warnung, die so nutzerfreundlich und verständlich uns darüber in Kenntnis setzt, dass Makros deaktiviert wurden und wir haben einen großen Knopf, auf dem steht Inhalte aktivieren. So, weil wir alle wissen, was das bedeutet, kommt niemand auf die Idee, diesen Knopf zu drücken. Insbesondere, weil wir ja eine schöne Handlungsalternative haben, die, wenn Sie es vielleicht gerade nicht gesehen haben, sich hier oben rechts in der gelben Leiste verbirgt. Da ist so ein kleines graues X Ihrer Aufmerksamkeit gerade vollständig entgangen. Das wäre der Weg in die Sicherheit gewesen. Sie sehen aber nur den großen Knopf und wenn Sie da draufklicken, sind eben alle Ihre Dateien weg. Was passiert? In diesem Word ist ein kleines Skript eingebaut, das dann eine Schadsoftware aus dem Internet nachlädt und diese ausführt. Und diese Schadsoftware verschlüsselt alle Ihre Dateien. Und was dann passiert, ist, dass die Leute sagen, verschlüsselt, kann man das nicht irgendwie wieder entschlüsseln? Nein, kann man nicht. Ja? Verschlüsselung wäre absolut sinnlos, wenn man Sachen einfach wieder entschlüsseln könnte. Ja? Unser Militär würde keine Verschlüsselung verwenden, wenn man sie einfach wieder entschlüsseln könnte. Unser Finanzwesen würde die nicht verwenden. Verschlüsselung kann man nicht einfach wieder entschlüsseln. Und genau das machen sich die Angreifer hier zunutze und verkaufen quasi den Schlüssel zur Entschlüsselung ihrer Daten an sie zurück. Jetzt ist es natürlich spannend, sich anzuschauen, was ist da eigentlich passiert in diesem Phänomenbereich der Cyberkriminalität. Letztendlich haben wir einfach nur eine nicht menschenangemessene Oberfläche, also eine Nutzungsoberfläche, die einen großen Knopf hat und nichts ist einladender und sagt, drück mich, als ein großer Knopf. Und wenn wir, solange wir quasi uns Oberflächen schaffen, in denen wir das zulassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn jemand an diesem Knopf eine kleine Pistole macht, die uns dann in das Knie schießt. Das soll nicht heißen, dass ich es soll insbesondere nicht heißen, dass ich die Schuld bei den Nutzerinnen und Nutzern suche, sondern ich suche die Schuld hier eigentlich spezifisch bei denjenigen, die uns solche Oberflächen und solche Abläufe in unsere Leben bringen,
und damit letztendlich die Verantwortung tragen, dass in diesem Beispiel sicherlich Milliardenschäden für die internationale Wirtschaft einfach nur durch das Klicken dieses einen Knopfes entstanden sind. Was wir machen oder was Organisationen machen, ist Leuten irgendwie zu versuchen beizubringen, dass sie nicht auf Anhänge klicken sollen in E-Mails. Und das versuchen sie Leuten beizubringen, deren Job es ist, E-Mails zu lesen und Anhänge zu öffnen. Ja? Und die jedes Mal, wenn sie Microsoft Word sehen, irgendeine Fehlermeldung bekommen, die sie wegklicken. Ja? Wir können vergessen, das zu tun. Denn in der Situation, in der wir eine Handlung durchführen, die wir zum 100. Mal, zum 1000. Mal im Leben und zum 10. x-ten Mal an diesem Tag durchführen, dann werden wir nicht mehr darüber nachdenken. Ja? Dass, wenn wir etwas durch Langeweile oder Angst, dann handeln wir schnell und wir denken nicht mehr genau über die Dinge nach. Wenn wir jetzt also den Leuten versuchen, irgendetwas beizubringen, dann machen wir das rational in einem analytischen Denksystem, was in dieser Situation nicht aktiv ist. Und obwohl ich mich als Psychologe und als Hacker mit diesen Sachen täglich auseinandersetze, ist es auch mir schon passiert, dass ich auf diesen Knopf gedrückt habe und gedacht habe, oh mein Gott, warum hast du jetzt auf diesen Knopf gedrückt? Einfach nur, weil wir eben 1000 Mal am Tag auf irgendwelche Knöpfe drücken und mit besonderer Liebe auf den größten. Kommen wir aber ein bisschen zu dem Geschäftsmodell. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich Opfer einer solchen Ransomware bin? Man bekommt mitgeteilt, dass man sich bitte mit einem Hidden Service verbinden soll, also einer Webseite im Darknet, einem Server, der also nicht ohne weiteres auffindbar ist. Ich erkläre gleich nochmal genauer, warum das so ist oder wie das funktioniert. Entscheidend ist jetzt erstmal die Idee, anhand der Domain oder einer IP-Adresse herauszufinden, wo sich dieser Server befindet und wer ihn betreibt, ist zumindest kurzfristig zum Scheitern verurteilt. Wir haben hier also eine Webseite, die sehr interessante Realitäten dieser Ransomware-Ökonomie zeigt. Hier ein Beispiel von 2019, eine relativ erfolgreiche Ransomware-Gruppe im massenhaften Bereich. Das sieht man daran, dass sie hier für die Verschlüsselung der Daten nur 1.000 US-Dollar verlangen. Das ist relativ günstig. Vor allem, wenn man sich vorstellen würde, sie hätten jetzt, sagen wir mal, eine Anwältin oder ein Unternehmen sogar erwischt, die sehr gerne in der Lage sind, zum Beispiel 1.000 US-Dollar zu bezahlen. Wir haben darüber oben rechts die Möglichkeit eines Free Decrypt, also eine kostenlose Entschlüsselung einer Datei. Warum machen die das? Sie bieten es an, um Vertrauen zu schüren. Wir haben es ja hier mit Kriminellen zu tun. Und wir haben jetzt, sag ich mal, würden die uns die Daten nicht wiederherstellen, könnten wir jetzt nicht nach BGB Schadensersatz von ihnen fordern. Ja? Mit anderen Worten, wir befinden uns hier tatsächlich in dem kriminellen Bereich, wo wir nicht unbedingt nicht das volle Schwert des deutschen Verbraucherschutzes auf unserer Seite wissen. Entsprechend brauchen die vertrauensbildende Maßnahmen und sagen, okay, wir wissen, dass jeden Tag irgendein Hansel vom LKA, vom BKA oder von der Polizeidienststelle an der Ecke erzählt, man sollte nicht bezahlen, weil man die Dateien nicht wiederhergestellt bekommt. Das wird Ihnen sicherlich auch in dieser Vortragsreihe nochmal jemand erzählen. Absoluter Unsinn. Dieses Geschäftsmodell funktioniert darüber, dass Dateien wiederhergestellt werden. Die Angreifer möchten, dass sie ihre Dateien wiederbekommen und die möchten, dass sie ihre Dateien von ihnen wiederbekommen. Entsprechend bieten sie vertrauensbildende Maßnahmen und auch einen Support-Chat, der ihnen dabei helfen soll, insbesondere zum Beispiel hier die Kryptowährung Dash oder Bitcoin zu kaufen eventuell ihnen bei Fragen hilft oder bei technischen Problemen. Das sind also in dem Bereich ehrbare Kaufleute, weil die wissen, sie haben erst Geld verdient, wenn sie ihnen das überweisen. Oben links haben wir dann so andere, übliche psychologische Tricks des Handels. Wenn Sie mal bei Booking.com ein Hotel gebucht haben, wissen Sie auch, dass da immer steht, dieser Preis gilt nur noch so und so lange. Und so eben hier eine Drohung, dass der Preis sich in 4 Tagen verdoppeln würde.
Dann natürlich, weil die Leute nicht verstehen, dass Verschlüsselung Verschlüsselung heißt, als allererstes mal, nein, das ist eine Verschlüsselung, die kann man nicht knacken. Und dann wird eben gesagt, wenn du den Schlüssel haben möchtest, dann kostet der 1000 US-Dollar. Wir haben hier mit diesen Leuten, also wir hatten da mal wieder so ein Testgerät infiziert, um diese Schadsoftware zu analysieren und uns damit auseinanderzusetzen, haben dann so ein bisschen mit denen gechattet und in diesem Fall haben wir dann irgendwann mal gefragt, ob die nicht eventuell auch Russisch mit uns sprechen könnten. Und ja, das konnten sie, haben sogar auf Kyrillisch geschrieben und haben uns hier den Rat gegeben, nachdem sie zunächst ungläubig waren, dass wir tatsächlich Russisch sind. Dachten also, eigentlich würde ihnen das selten passieren, dass wir Russen hacken. Wir haben dann gesagt, ja, nee, wir arbeiten bei Gazprom. Da wurden sie erst recht immer hilfsbereiter und haben uns dann gesagt, mach doch einfach mal ein Foto von deinem Pass. Im Hintergrund kannst du diesen Chat zeigen, damit ich weiß, dass du das bist. Ich muss einfach nur wissen, dass du Bürger Russlands bist. Dann stellen wir dir die Dateien kostenlos wieder her. So, relativ simpel. Quasi diese Angreifer haben dadurch natürlich verraten, wo sie herkommen. Sie hatten, wie sich später herausstellte, auch in ihrer Schadsoftware Mechanismen, um zu erkennen, ob sie gerade ein russisches System infizieren. Die haben nach russischen Spracheinstellungen vorhanden sein kyrillischer Buchstaben gescannt, bevor sie zur Tat geschritten sind. Und aus dem einfachen Grund, dass sie eine Strafverfolgung in Russland gerne vermeiden möchten, während eine Strafverfolgung außerhalb Russlands für sie keine größere Bedrohung darstellt, weil Russland eben nicht ausliefert, erst recht nicht Hacker an die USA. So, das ist eine Situation, der wir nun als Deutschland und als USA und als Welt seit 6 Jahren die ganze Zeit unverändert gegenüberstehen und zu der eigentlich nur zu sagen ist, kein Backup, kein Mitleid. Wer nämlich Backups von seinen Dateien hat, ist auch in der Lage, die Dateien wiederherzustellen. Und das macht den Unterschied zwischen einem Schaden, der potenziell in die Hunderttausende geht, wenn wir von einem Unternehmen sprechen, und einem Schaden, der vielleicht in die Tausende geht. Also hier ein klassisches Beispiel. Wir können uns auf Angriffe vorbereiten und wenn wir das tun, dann haben wir da auch etwas von. Tatsächlich hat, und ich würde jetzt einerseits sagen, okay, dieses Angriffsmodell funktioniert seit 6, 7 Jahren unverändert. Es gibt aber leichte evolutionäre Veränderungen. Backups werden immer häufiger. Menschen haben gelernt, dass man sich für 50 Euro eine Festplatte kaufen kann und auf diese Festplatte ein Backup macht und dass dieses Backup potenziell eben in diesem Fall 1000 US-Dollar einer Privatperson sparen kann. Unternehmen haben auch gelernt, dass sie durch Backups eben diesen massiven Schäden entgehen. Und man muss auch sagen, die Angreifer machen natürlich eine optimale Preisgestaltung. Die sind immer am Ende ein bisschen günstiger als der Weg, den man sonst gehen müsste. Ja, bei Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht so gut da drin sind, sich wieder herzustellen, also die zwar Backups haben, aber das Backup ist eine Woche alt, die können natürlich dann auch damit sich überlegen, was sie eine Woche, 2 Wochen Betriebsunterbrechung kostet, was sie vielleicht an Datenverlust haben, den sie regenerieren müssen. Und da lassen die Angreifer sehr gerne mit sich reden, um da ein freundliches Angebot zu machen. Gleichzeitig haben eben Unternehmen auch gelernt, wir machen Backups. Und die Angreifer haben gelernt, Backups sind unser natürlicher Feind, Backups wollen wir nicht. Also gehen die dazu über und spezialisieren sich auf die Zerstörung von Backups. Also was ich gerade sagte, die Systeme nicht zu infizieren, was ursprünglich ein evolutionärer Vorteil war, wurde dann wieder zum evolutionären Nachteil. Inzwischen infiziert Ransomware, schaut sich doch um und zerstört zunächst einmal die Backups, bevor dann die Nutzdaten zerstört werden. Backups können sie relativ einfach und unbemerkt zerstören, weil Backup-Systeme in der Regel sich keiner anschaut. Die werden einmal eingerichtet und dann wird nicht mehr darüber nachgedacht, ob sie auch tatsächlich funktionieren, bis man sie braucht. Klassischer Fehler, den Unternehmen übrigens machen, sie hängen die Backup-Server mit ins Active Directory und das Active Directory ist das, was die Angreifer übernehmen. Also im Prinzip die Flottensteuerung, die es
in größeren Organisationen ermöglicht, einheitliche IT-Konfigurationen und Sicherheitseinstellungen auf allen Systemen zu haben. Also die Angreifer lernen aus unseren Verteidigungsmaßnahmen und passen sich dem an. Genauso wie Viren, von denen man ja auch weiß, was dich nicht umbringt, mutiert und versucht es noch einmal. Dann haben wir einen zweiten Bereich. Ich hatte gerade diesen massenhaften Angriff gezeigt, der für 1.000 US-Dollar letztendlich das Risiko eingeht, zu hohe Forderungen für arme Menschen zu stellen und viel zu niedrige für High-Value-Targets. Das heißt, eine sinnvolle Angreiferstrategie, wir reden ja hier von Geschäftsmodellen, mit denen viel Geld gemacht wird, ist eine Preisdifferenzierung. Also nicht nur massenhaft, nicht nur gezielt, sondern hybridmäßig vorzugehen. Das heißt, zunächst einmal viele zu hacken, aber nur bei den lukrativsten Zielen auch tatsächlich auszuwerten. Das beobachten wir so seit gefühlt 2, vielleicht 3 oder sogar 4 Jahren, dass sich also diese Gangs im Prinzip ihren Return of Investment optimieren. Also sie, muss sich das so vorstellen, man kriegt erstmal einen Fuß in die Tür bei sehr vielen Zielen, identifiziert dort, was sind hier Privatpersonen, was sind Unternehmen, wo finden wir eine Active Directory Infrastruktur, wo sieht es so aus, als würde da Geld gemacht, in welcher Branche sind wir da, was hat die für einen Umsatz, hat die vielleicht wertvolle Kontakte, was ist die sinnvollste und ökonomisch gebotene Art des Umgangs. Und dann wird einfach nur bei den lukrativen Zielen manuelles Hacking investiert, wo man also sagt, okay, dann nehmen wir uns jetzt auch vielleicht mal eine Woche, um auszukundschaften, was sind hier die Backup-Systeme, wie funktioniert das hier? Und dann werden am Ende die Backups zerstört und die Unternehmen mit einer Ransom-Note ausgestattet. Das sind dann also tatsächlich Operationen, die erst im Schrotschuss beginnen und dann aber bei einigen Unternehmen gezielt mehrere Wochen Zeit dauern. Und diese Wochen Zeit funktionieren im Prinzip durch so eine Arbeitsteilung, dass man sich sagt, zu viel Aktivität wird potenziell von dem Unternehmen beobachtet oder bemerkt. Also machen wir so jede Woche mal so ein bisschen was. Mal dauert es 2 Wochen, mal dauert es 4 Wochen. Habe auch schon 5 Wochen gesehen zwischen der initialen Infektion und dann dem Zerstören der Backups und der Übernahme der Dateien. In der Zeit, in der sie sich nicht um ihr Unternehmen kümmern, kümmern die sich eben dann um andere Unternehmen und so können sie ihre Zeit sehr gut nutzen. Am Ende tritt man dann eben in Verhandlungen, wenn die Forderungen, die sie stellen, sich als zu hoch herausstellen und man das denen sinnvoll verargumentieren kann, sind die durchaus auch bereit, über den Preis zu sprechen. Aber auch hier gibt es dann gerne mal so Cowboys, die meinen, sie könnten sich mit erfahrenen, organisierten, kriminellen Gangstern darin messen, wie man verhandelt und sich da ein bisschen bei vertun. Denn diese Leute verhandeln jeden Tag über Lösegelder und die wissen, dass sie den längeren Hebel haben. Insofern kann ich dazu raten, möglichst informiert mit diesen Leuten zu arbeiten. Die wissen im Zweifelsfall, was sie tun. Gestern reichte Ransomware aus, weil die Unternehmen und auch die Zielpersonen im Prinzip wussten, okay, wir haben kein Backup und man konnte ihnen sagen, kein Backup, kein Mitleid und dann mussten sie zahlen. Das ist der evolutionäre Teil, den Leute inzwischen gecheckt haben, dass sie Backups machen und deswegen ergänzen die Angreifer jetzt ihr Geschäftsmodell um Erpressung. Sie sagen also nicht nur, deine Dateien sind weg, sondern sie sind auch noch woanders. Und dieses woanders befindet sich im Darknet und wir werden deine Daten veröffentlichen. Und das ist peinlich. Also wird quasi dieses Spiel ergänzt um einen neuen spieltheoretischen Ansatz, der leider anderen Regeln gehorcht. Ist ja so, wenn sie quasi die Wiederherstellung ihrer Daten bezahlen, ist klar, dass sie in dem Moment, wo sie die Daten haben, hat die Angreiferin ihren Hebel verloren.
Bei einer Erpressung ist es aber natürlich so, dass die Angreiferin potenziell nachverhandeln kann. Ja, weil sie sagt, ach, hier die Million, die du mir letzte Woche gezahlt hast, ich hätte gar nicht gedacht, dass so ein Lamborghini so teuer ist und jetzt ist das Geld weg, ich brauche nochmal Neues. Bisher ist das aber nicht passiert oder mir ist kein solcher Fall bekannt und auch das lässt sich einfach erklären. Die haben genug andere Ziele, die sie hacken können. Und die wissen natürlich auch, dass es ihrem Ruf schädlich ist. Wenn sie das einmal machen und das dann bekannt wird, ist der Ruf in Gefahr. Und diese Leute sind davon abhängig, dass sie einen guten Ruf haben, dass sie helfen, dass sie verhandeln, dass sie bei Problemen unterstützen und ihre Opfer nicht oder ihre Kunden nicht im Regen stehen lassen. Denn die eigentliche Dienstleistung dieser Unternehmen ist Datenwiederherstellung. Entsprechend also wirklich kein guter Rat, wenn Ihnen irgendein Polizeibeamter sagt, zahlen Sie nicht, ja, der in seinem Leben wahrscheinlich auch nie sich darüber Gedanken gemacht hat, was es bedeutet, ein profitorientiert arbeiten zu müssen und ein Profit-Center haben zu müssen, statt nur eine Kostenstelle. Also quasi Ihnen dazu rät, den Geschäftsbetrieb potenziell einzustellen. Genauso hier bei der Drohung mit der Veröffentlichung von Daten, wenn das jetzt eine Steuerberaterin oder eine Anwältin trifft, die potenziellen Drittschäden, die damit einhergehen und die Strafen dafür sind natürlich auch erheblich. Ich habe hier mal einen Fall aus dem August mitgenommen, den ich sehr beeindruckend fand. Und zwar handelt es sich da um das Unternehmen Accenture, ein Beratungsunternehmen, das sehr viel auch im Bereich der IT-Sicherheit macht. Und von denen wurden also relativ viele Daten dann veröffentlicht. Und die Form der Veröffentlichung war sehr interessant. Und zwar war es mit so einem Einzeldownload zeitaufwendig und mühsam, alle Dateien herunterzuladen. Es wurde auch mehrmals verzögert, also es wurde mehrmals angekündigt, dann und dann werden die Daten veröffentlicht und es ist dann mal passiert und dann wurden sie wieder weggenommen. Das lässt darauf zurückblicken, dass es hier laufende Verhandlungen gibt. Ja, und die Angreifer wollen also, die wissen ja auch, in dem Moment, wo sie die Daten wirklich veröffentlichen, haben sie diesen Hebel verloren. Wenn sie aber die Daten so veröffentlichen, dass ein schnelles Herunterladen nicht möglich ist, haben sie quasi noch ihren Verhandlungshebel. Ja? Also diese Unternehmen möchten mit der Drohung arbeiten, aber die wissen auch, dass sie im Prinzip mit der Veröffentlichung, wenn sie massenhaft und längere Zeit ist, ihre Chance verwirkt haben, noch irgendwelches Geld zu erpressen. Und das heißt für diese Gruppen, dass sie viel Arbeit investiert haben und keinen Ertrag. Ich hatte schon gesagt, spieltheoretisch erfolgt Erpressung anderen Spielregeln, aber wir haben keinen Fall, dass das auch tatsächlich mal gemacht wurde, weil der Ruf wichtig ist für den ökonomischen Erfolg und das Bestehen dieser Gruppierungen. Gleichzeitig haben wir jetzt einen evolutionären Druck. Backups reichen nicht mehr aus. Der evolutionäre Druck geht jetzt auf das Monitoring und wir haben die Probleme der Haftung gegenüber Dritten. Ich denke, da wird es früher oder später sicherlich auch mal einen Fall geben, der vor Gericht geht und sich damit auseinandersetzt. Staatliche Intervention, ich hatte gerade Joe Biden schon gezeigt. Wir sehen jetzt immer öfter, dass Ransomware-Gangs überraschend den Geschäftsbetrieb einstellen, weil ihnen das FBI auf den Fersen ist. Wir haben gesetzliche Initiativen, die auf Verbot der Zahlung abzielen. Und auch das ist natürlich sehr interessant. Wenn man sich jetzt entscheiden würde zu sagen, wir stellen die Zahlung von Erpressungsgeldern tatsächlich unter Strafe. In den USA wird das zum Beispiel jetzt schon quasi, gibt so halb die Möglichkeit, weil man sagt, okay, das ist einfach Finanzierung von Terror oder Finanzierung von fremden Mächten oder was auch immer. Das heißt, da könnte man theoretisch jetzt schon über einen juristischen Hebel gegen vorgehen. Dann heißt das natürlich auch, es wird ein paar Unternehmen geben, die richtig dick unter so etwas leiden, die also im Prinzip dann einen solchen Angriff haben und vielleicht bereit wären zu zahlen, das Geld hätten zu zahlen und das nicht tun und dann quasi das Eingehen ihres Unternehmens bezeugen. Ich glaube nicht, dass das als Strategie vielversprechend ist, weil diese Unternehmen haben natürlich, also es ist klar, jeder, der zahlt, nährt das Geschäftsmodell und macht quasi einen eigenen Vorteil zum Schaden
der Gemeinschaft. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass man diesen individuellen Vorteil den Leuten wirklich wegnehmen kann. Wenn man Zahlungen also verbietet, kriminalisiert man die Opfer, die werden Umwege suchen und es gibt drastische Schäden, bis es endlich alle gelernt haben. Und auch bei den Besten bleibt eben ein Restrisiko. Insofern glaube ich nicht, dass es sich durchsetzen wird, diese Zahlungen wirklich zu verbieten. Vielleicht wird man sie einer Genehmigungspflicht unterziehen oder sonstiges. Insgesamt ist es natürlich immer schlecht, wenn man erpressbar ist. Aber was man zum Beispiel auch nicht beobachtet, wo immer vorgewarnt wird, ist, dass auch das ein Märchen, was Polizisten gerne erzählen, dass man auf einer roten Liste landen würde und dann gesagt wird, da hat es funktioniert, probier es nochmal. Natürlich ist es so, dass der Schaden in der Regel mit einem Lerneffekt einhergeht und dass diejenigen, die einmal auf einen solchen Schaden reingefallen sind, dann doch verstehen, dass ein Backup- und ein Wiederherstellungskonzept eben relativ sinnvoll ist und wir eben gleichzeitig noch genug lukrative Opfer in der Welt haben. Ich bin gespannt, wie sich dieser Phänomenbereich weiterentwickelt. Ich fürchte, dass er uns noch weiter und längere Zeit beschäftigen wird. Wir sehen aber, dass er sich immer mehr spezialisiert und dass die Angreifer also erkennen, dass sie mehr Arbeit investieren müssen und es deswegen auch da machen, wo es lukrativer ist, sodass hier im Prinzip ich mittelfristig prognostizieren würde, dass das für Privatpersonen und kleinere Unternehmen vielleicht ein Problem bleibt, aber für Privatpersonen eher weniger. Nächster Phänomenbereich, Account- und Identitätsdiebstahl. Damit meine ich im Prinzip alles, was die Übernahme eines E-Mail-Kontos, eines PayPal-Kontos oder sonstigen ist. Und auch hier haben wir es wieder mit etwas zu tun, was relativ wenige technische Entsprechungen hat. Ransomware funktioniert, ja, klar kann man durch Schadsoftware-Scanner vielleicht in Grenzen halten, aber letztendlich ist das Einfallstor menschlicher Natur, genauso wie beim Account- und Identitätsdiebstahl, der häufig so funktioniert im massenhaften Bereich. Sie kriegen eine PayPal-Nachricht oder irgendeine Nachricht, die aussieht wie etwas Offizielles und sie finden da drin wieder ein großen Knopf. Ja, das Spiel funktioniert also immer gleich. Sie drücken auf den großen Knopf, landen auf einer Webseite, die sieht genauso aus wie PayPal und was sie nicht sehen, ist, dass oben in der Adresszeile etwas anderes steht. In diesem Beispiel, das habe ich übrigens deshalb ausgewählt, weil das tatsächlich auch etwas ist, wo ich auf den Link geklickt habe und fast auf diese Phishing-Seite reingefallen wäre. Das wäre also hier so ein massenhaftes Ding, davon werden halt Hunderttausende verschickt, Hunderttausende bleiben in den Spamfiltern hängen und immer mal wieder gibt es dann eine Person, die draufklickt. Da es aber nichts kostet, 100.000 oder 1 Million E-Mails zu versenden, haben wir auch hier ein potenziell lukratives Geschäftsmodell. Machen wir das Ganze gezielt, zum Beispiel im Design eines Unternehmens mit so einem typischen Passwort-Reset, funktioniert es genauso. Die Geschichte ist dann nur irgendwie glaubhafter und entsprechend können wir quasi Response-Möglichkeiten im Bereich von irgendwo zwischen 30% und 60% bekommen, also Erfolgswahrscheinlichkeiten mit einer E-Mail. Alles das natürlich nur bei den Unternehmen, die solche unsinnigen Dinge auch implementiert haben, dass Leute die ganze Zeit auf Links in E-Mails klicken sollen. Ich habe darüber einen Vortrag gehalten, den ich gerne empfehlen möchte an der Stelle. Der heißt Hirne hacken. Kann man sich auf YouTube und auf mediaccc.de mal anschauen, wo ich da noch mehr drauf eingehe. Doch nicht nur dort, wo ich selber auf irgendwelche Links klicke und mein Passwort in fremde Webseiten eingebe, lauert die Gefahr. Denn das Passwort wird auch oft ohne ihre Hilfe gehackt. Zum Beispiel, weil einfach ein Anbieter, den sie verwenden, gehackt wurde. Ja, klassisches Beispiel, sie haben eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und gehen in irgendeinen Online-Shop und bestellen sich ein paar Schuhe. Und dann wird gesagt, sie möchten doch bitte sicherlich einen Account bei diesem Online-Shop haben. Geben sie doch mal ein Passwort ein und sie geben ihr Passwort ein. Sie haben ja nur eines. Und das ist genau das gleiche Passwort wie das zu Ihrer E-Mail-Adresse. Und jetzt hat also dieser Online-Shop Kenntnis
von ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort. Und dann macht er irgendwann mal ein kritisches Update von OS-Commerce nicht. Und dann kommen die Hacker vorbei, nehmen den Online-Shop auseinander und haben jetzt ihr Passwort und ihre E-Mail-Adresse. All das etwas, was ohne ihr Zutun passiert und wo es töricht wäre, davon auszugehen, dass sie durch Hoffen oder Beten das irgendwie verhindern könnten. Wenn ich das mit meiner E-Mail-Adresse mache, finde ich auch auf klassischen Seiten, wo solche Leaks gelistet werden, entsprechende Ergebnisse. Also auch meine Passwörter werden geknackt und zwar ohne mein Zutun. Die einzige Konsequenz, die wir daraus ziehen können, ist, ein Passwort darf nicht mehr ausreichen. Und damit meine ich quasi eine doppelte Betonung. Ein Passwort darf nicht mehr ausreichen, wir brauchen überall ein unterschiedliches. Und auch die zweite Betonung, Passwort-Authentifizierung wird früher oder später sterben müssen. Verwenden Sie also bitte Passwörter nie mehrmals. Nehmen Sie welche, die unmöglich zu erraten sind, das heißt zufällig, so lang wie möglich, also die volle Zeichenzahl, die die Anbieterin zulässt, und einzigartig und nirgendwo anders verwendet. Das ist ganz einfach. Ich habe ja auch gesagt, Sie fragen sich jetzt, wie merkt man sich sowas? Ich habe ja Psychologie studiert, kann Ihnen da ein paar Memotechniken empfehlen. Die Memotechnik heißt ganz einfach Passwortmanager. Sie nutzen ein verschlüsseltes Programm, was Ihre Passwörter verschlüsselt auf dem System aufbewahrt. Und zum Freischalten Ihrer Passwörter brauchen Sie dann ein Passwort. Das heißt, Sie behalten den Komfort eines Passwortes in Ihrem Leben, haben aber bei jedem Anbieter unterschiedliche Passwörter. Und das führt dann eben dazu, wenn so ein Anbieter gehackt wird und Ihnen sagt, ändern Sie bitte das Passwort, dass Sie dann nur bei diesem Anbieter Ihr Passwort ändern müssen und nicht bei allen anderen auch. Und ich kann das nicht oft genug sagen, einmal im Leben werden wir alle unsere Passwörter ändern. Und es ist besser, das zu tun, bevor Sie gehackt wurden und in dem Moment, wo Sie sich einen Passwortmanager gekauft haben, statt in dem Moment, wo Sie gehackt wurden und so richtig die Kacke am Dampfen ist. Ich hatte gerade von dieser PayPal-Seite gesprochen, auf die ich geklickt habe. Auch da hat mir mein Passwortmanager geholfen, einfach weil ich mein PayPal-Kennwort gar nicht kenne. Ja, das ist ja in dem Passwortmanager und ich habe für jeden Account ein anderes Passwort. Jetzt war ich aber hier nicht auf der Seite von PayPal, sondern auf irgendeiner Phishing-Seite und mein Passwortmanager sagte, tut mir leid, ich kenne kein Passwort für diese Seite. Und das war quasi der Grund, warum ich diesen Angriffsversuch bemerkt habe. Also der einfache Passwortmanager ist so ungefähr das Geilste, was man sich holen kann, um erstens das Schadenspotenzial solcher Angriffe einzuschränken und zweitens die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Angriffe. Zweite Betonung, ein Passwort darf nicht mehr ausreichen. Für die wichtigen Accounts nutzen wir am besten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, relativ einfaches Konzept. Das Passwort, der Bereich des Wissens, reicht nicht mehr aus, weil er kann ja gestohlen werden. Also macht man sich auf die Suche nach Dingen, die nicht so einfach kopiert werden können wie Wissen. Also etwas, was man besitzt, zum Beispiel so USB-Schlüsselanhänger, die nicht kopierbar sind, oder Handys, auf denen bestimmte Apps laufen, oder etwas, was man isst. Da werden dann also biometrische Merkmale gerne genutzt. Das Problem mit biometrischen Merkmalen ist, sie können schwer gewechselt werden und insofern würde ich hier dann eher auf einen Besitzfaktor gehen. Und damit sind wir dann auch in dem nächsten Phänomenbereich, der für alle eine große Sorge ist. Das ist der Bereich des Online-Bankings. Und im Online-Banking beobachten wir gute technische IT-Sicherheit seit vielen Jahren. Das Einfallstor beim Online-Banking sind primär Phishing-Mails, genau das, was ich gerade gezeigt habe. Schadsoftware wird inzwischen seltener. Jetzt ist es interessant, was sich hier in den letzten Jahren getan hat. Die Banken haben im Prinzip schon immer einen Trade-off zwischen Usability und der Sicherheit ihrer Transaktionen gemacht. Wenn aber dann tatsächlich trotzdem Schäden entstanden sind, haben die Banken sich gerne kulant gezeigt, weil ein paar
Idioten ihr Geld zurückzugeben, die auf eine Phishing-Mail reingefallen sind, ist immer noch günstiger, als diese Leute mit Schalterbeamtinnen abzufertigen. Ja, das heißt, es war für die Banken unterm Strich günstiger zu sagen, okay, du wurdest gehackt, wir wissen sogar, es war deine Schuld, aber wir kompensieren das, weil wir quasi an anderer Stelle so viel einsparen und weil wir quasi das Vertrauen in unser System nicht gefährden möchten. Leider wurde die zunehmende IT-Sicherheit in diesem Bereich, insbesondere durch die PSD 2, die Payment Services Directive, wo dann noch höhere Sicherheitsstandards quasi vorgeschrieben wurden, für die Nutzerin juristisch zum Nachteil. Inzwischen ist die technische Unsicherheit quasi ausgeschlossen und es ist nur noch möglich, im Prinzip durch Fahrlässigkeit derartige Angriffe auf Online-Banking zu ermöglichen. Ja, Sie sehen, Sie alle werden ja ein Konto haben. Sie wissen, dass Sie dann irgendwie angezeigt bekommen, sagen, geben Sie jetzt diese Zahl ein, wenn Sie 155 Euro auf folgendes Konto überweisen sollen. Und wenn dann da eine andere Kontonummer steht oder ein anderer Betrag und Sie geben das trotzdem ein, dann ist es eben Ihr Fehler. Und das wird eben von den Banken inzwischen auch gerne juristisch so vertreten. Noch dazu, sehr unschöner Bereich, erst kürzlich mit einer alleinerziehenden Mutter zu tun gehabt, die irgendwie um 3.500 Euro erleichtert wurde und dann kein Geld mehr hatte. Für die 3.500 Euro macht sich ja kein Jurist jetzt irgendwie stark. Und außerdem war sie nicht in der Lage, den Juristen zu bezahlen. Das heißt, wir haben hier dann durchaus eine Reihe an Schäden, die stattfinden, wo die Banken dann die Nutzerinnen im Regen stehen lassen. Man könnte jetzt natürlich darüber argumentieren, dass man sagt, okay, die technische IT-Sicherheit ist gegeben. Es ist eindeutig ein Fehler der Nutzerin. Ich persönlich würde aber natürlich immer sagen, also insbesondere, wer mehrere Konten hat und seit der PSD2 versucht, mal irgendwie seine Kontostände abzufragen, weiß, dass man mit diesen Sicherungssystemen in ihrer Unterschiedlichkeit, glaube ich nicht, dass mehr als 2% der Leute wirklich verstehen, warum diese Systeme wie sind und was die gerade sicherstellen sollen. Entsprechend würde ich auch hier persönlich argumentieren, die sind einfach nicht für die Menschen geschaffen und deswegen machen die Menschen Fehler im Umgang damit. Aber ja, wir müssen, glaube ich, im Bereich der Cyberkriminalität sagen, dass eben doch die Fehler am Ende menschliche sind und dass das auch die, denke ich, entscheidende Herausforderung der IT-Sicherheit ist, dafür zu sorgen, dass Systeme gebaut werden, die Menschen verstehen, deren Sicherheit Menschen auch verstehen, damit sie diese Fehler nicht mehr machen. Kommen wir ein bisschen dazu, warum denn eigentlich diese gemeinen Hacker so schwer zu kriegen sind. Ich hatte gerade gesagt, dass sie im Prinzip einfache Zahlungsseiten im Internet unterhalten, die quasi nicht so einfach auffindbar sind. Und nicht so einfach auffindbar heißt, es ist jetzt mir als Linus Neumann nicht möglich, das zu finden. Wir sehen aber immer wieder Fälle, in denen es der Polizei möglich wird, das zu finden. Und hier kommen wir jetzt zu dem, finde ich, sehr wichtigen Bereich. Wie soll sich ein Staat, wie soll sich eine Strafverfolgung dem gegenüber verhalten? Wir haben technische IT-Sicherheit und diese technische IT-Sicherheit wird verwendet und wird genutzt von Kriminellen. So, wir haben auch Autobahnen, die von Kriminellen verwendet werden, wir haben Telefone, die von Kriminellen verwendet werden und so haben wir natürlich auch Verschlüsselung und Anonymisierungsdienste, die von Kriminellen verwendet werden. Gleichzeitig haben wir aber langfristig kaum kriminelle Gruppierungen, die mit solchen eigentlich sicheren Systemen wie Hidden Services gearbeitet haben und ihr kriminelles Handeln längerfristig aufrechterhalten konnten. Und der Hintergrund ist eigentlich
relativ simpel. Genauso wie ein Angreifer eben den Vorteil hat, dass die Zielperson nur einen Fehler machen muss, während der Angreifer jeden Tag warten kann und es eben sehr schwer ist, nie einen Fehler zu machen, hat der Angreifer das Problem bei der Beseitigung seiner Spuren. Einer der Gründe, warum ich lieber im legalen Hacking unterwegs bin, weil ich da die Sorge los bin, irgendwo auch nur ein kleines Informationsfitzelchen übrig zu lassen, was dann zu meiner Identifikation führen könnte. Und während also hier die technische Sicherheit dieser Server relativ gut ist, haben wir viel mehr Fälle, in denen diese Gruppierungen früher oder später erwischt wurden. Wir sind kaum Hidden Services bekannt, wo nicht irgendwann klar war, wer diese Leute waren. Und das wurde nicht über technische Schwachstellen gemacht, sondern über Fehler, die diese Menschen machen oder die klassischen Probleme, die auch nicht digitale Kriminelle haben. Schauen wir zum Beispiel auf die anonymen Zahlungsmittel. Sie sind potenziell anonym, stimmt, aber wenn Sie erstmal Millionen darüber gesammelt haben, kommen Sie schnell zu dem gleichen Problem, was andere Kriminelle mit Bargeld haben, nämlich die Geldwäscheproblematik. Sie können so viel Bargeld nirgendwo ausgeben, Sie müssen es irgendwo tauschen und wenn Sie zahlen, müssen Sie sich zu erkennen geben, entweder als Person oder in Form eines Bankkontos. Das heißt, diese Kriminellen müssen auf einmal sehr viel oder müssen sehr viel Aufwand betreiben, um ihr Geld zu Geld zu machen und kriegen dadurch natürlich immer mehr Mitwisser. Und wenn sie einen klitzekleinen Fehler machen, wo irgendeine ID zu irgendeinem Bitcoin-Wallet gelinkt werden kann, kann ihr ganzes Kartenhäuschen zusammenstoßen. Oder wenn sie sich einmal ungeschützt auf ihren Servern einloggen oder das FBI vor der Tür steht und die WLAN-Aktivität mit Chat-Aktivitäten korreliert. Also wirklich keine digitalen Spuren zu hinterlassen, ist enorm schwer. Und auch darüber habe ich mal einen Vortrag gehalten mit Thorsten Schröder. Wieder eine Empfehlung, mediaccc.de oder YouTube. Der Vortrag hat den Titel "Du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen" und erklärt eben, warum Cyberkriminalität im Einzelfall, wenn man vom Opfer ausblickt, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass die Täter gefasst werden. Wenn man aber als Täter längere Zeit agiert, ist die Wahrscheinlichkeit immer mehr Richtung 1, dass man früher oder später einen Fehler macht, der dazu führt, dass man erwischt wird. Gleichzeitig denken wir, dass wir, wenn wir komplexere Systeme bauen würden, dass die sicherer würden. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Ich hatte schon gesagt, IT-Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und in komplexen Systemen können wir IT-Sicherheit nicht als fertiges Produkt kaufen. Wir müssen also immer, und ich kann verstehen, dass die Wirtschaft das gerne hätte und sagt, ich möchte das kaufen, das soll bitte sicher sein. Aber solange die menschlichen Faktoren so wichtige sind und solange die Systeme so komplex sind, werden wir uns individuell mit IT-Sicherheitsfragen auseinandersetzen müssen. Jetzt fragt man sich natürlich eigentlich, und das ist das, was ich natürlich tue als IT-Sicherheitsfanatiker, dass ich denke, warum macht überhaupt irgendjemand jemals einen Kompromiss im Bereich der IT-Sicherheit, wenn wir doch sehen, wenn wir jeden Tag in der Zeitung lesen oder jede Woche, welche Schäden entstehen und wie schwer es uns fällt, uns dagegen zu verteidigen und wie oft simple Fehler eben katastrophale Schäden herbeiführen. Tatsächlich kriegen Sie diese Geradlinigkeit und diese Kompromisslosigkeit nirgendwo hin. Ich habe gestern noch bei einem Kunden gesessen und da haben wir allen Ernstes eine Diskussion darüber geführt, warum das Administrationspasswort für einen kritischen Server nicht Passwort sein darf. Das sind Diskussionen, die führe ich. Ja, ich mache seit 10 Jahren IT-Sicherheit in kritischen Infrastrukturen und muss dann Leuten erklären, warum das Passwort nicht Passwort sein darf. Ja, solange ich mit solchen Leuten zu tun habe, mache ich mir um meinen Job erstmal mittelfristig keine Gedanken. Leider haben wir aber auch auf staatlicher Ebene mit solchen Leuten zu tun. Zwar haben wir den ganzen Tag irgendwelche Innenminister und BSI-Chefs und wer nicht alles da sitzen, die sagen, Cyber, 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 großes Problem, wir müssen endlich etwas tun.
Gleichzeitig ist aber der Staat und seine Bestrebungen in der Strafverfolgung in konkretem Widerspruch zum Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen. Also wir wollen Sicherheit für Bürgerinnen und Wirtschaft, aber wir wollen gerne Unsicherheit für Kriminelle, also Zugriffsrechte für Sicherheitsbehörden. Und das ist ein nicht auflösbarer Zielkonflikt. Und solange wir diesen Zielkonflikt haben, werden wir die IT-Sicherheit von uns allen, von Bürgerinnen, von Wirtschaft schwächen und opfern und letztendlich verlieren. Und dafür habe ich ein paar Beispiele. Also dass meine These, durch die Idee, IT-Sicherheit zu schwächen, schwächt der Staat immer die IT-Sicherheit von uns allen und ist dann letztendlich auch für die Schäden teilweise mitverantwortlich. Das beste Beispiel hierfür, wann war das? Ich glaube so 2017, da haben wir die beiden in Kombination teuersten Schadenfälle oder die größten Schadenfälle im Bereich der Cyberkriminalität gehabt. Und zwar WannaCry und NotPetya. Beides waren Ransomwares, die allerdings nicht unbedingt das Ziel hatten, gegen Geld Dateien wiederherzustellen, was also hier auch die Vermutung hinterlässt, dass es sich potenziell um ja, vielleicht sogar als kriegerisch oder terroristisch zu wertende Angriffe gehandelt hat. Die haben eine Schwachstelle, also wurden die erste Infektion funktionierte genauso, wie ich es gerade auch gesagt habe, durch das Öffnen eines E-Mail-Anhanges. Aber die haben dann eine Schwachstelle genutzt, um sich in den Unternehmensnetzen sehr viel schneller ausbreiten zu können. Und zwar über eine hochkritische Schwachstelle in Microsoft Windows. Und diese Schwachstelle war aus dem geleakten Waffenfundus des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA. Die haben also Kenntnis von einer Schwachstelle gehabt, die in jedem Windows-System war und die in jedem Windows-System ausnutzbar war, das eine Dateifreigabe hat. Und so gut wie jedes Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern hat irgendwo eine Windows-Dateifreigabe. Und aus diesem Grund hat sich die NSA natürlich gesagt, ey, super, damit kommen wir überall rein. Diese Schwachstelle, die behalten wir für uns. Wir verraten einfach niemandem, dass es die gibt. Das wird schon gut gehen. Und sie haben natürlich damit jeden Tag, und diese Schwachstelle hatten sie mindestens 7 Jahre in ihrer Kenntnis, jeden einzelnen Tag sind die mit dem Wissen schlafen gegangen, dass sie Kenntnis über eine Schwachstelle haben, die auf allen Computern dieser Welt schlummert und die alle Unternehmen dieser Welt bedroht. Und sie haben sich jedes Mal, jeden Tag die Entscheidung getroffen, das sagen wir nicht, wir beheben diese Schwachstelle nicht, weil sonst können wir ja nicht mehr andere hacken. Das Ergebnis war, die wurden gehackt, diese Schwachstelle gelangte an die Öffentlichkeit, sie wurde glücklicherweise von Microsoft behoben, einen Monat bevor es dann zu dem WannaCry-Angriff kam. Und das wiederum heißt, das, was wir hier als die schwersten Cyberschäden in der Geschichte des Cybers quasi festgehalten haben, ist quasi nur ein klitzekleiner Anteil von dem Risiko, was die USA und die NSA hier für uns alle über Jahre eingegangen sind. Und dieses Risiko steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem, was der Staat mit dieser Schwachstelle vielleicht getan hat. Die werden natürlich dann erzählen, ja, damit haben wir, was weiß ich, 5 9/11 verhindert und den Bin Laden geschnappt und außerdem den Krieg gegen die Drogen gewonnen. Aber das sind die Erfolge, die eben auch hier nicht zu zeigen sind. Das heißt, wir riskieren durch Schwächung von IT-Sicherheit immer solche Probleme. Und damit sind wir auch bei dem Bereich der Strafverfolgung in diesem Phänomenbereich. Und ich gehe auch ein bisschen darüber hinaus. Denn spätestens, wenn wir jetzt über IT-Sicherheit sprechen und das Brechen von IT-Sicherheit, dann haben wir natürlich auch mit anderen Phänomenbereichen zu tun, beispielsweise dem
Drogenhandel. Und eine Geschichte, die Sie immer wieder hören, wenn Sie wie ich zum Beispiel in Bundestagsausschüssen zum Einsatz von Staatstrojanern sind, ist die Fabel vom Going Dark. Dass also die Kriminellen verschlüsselte Messenger benutzen und die die Strafverfolgungsbehörden keinen Zugriff mehr hätten auf ihre Daten. Und dann wünschen sie sich die gute alte Zeit zurück, wo sie jedes Handy abhören konnten und jedes Telefon, so wie das vor 89 in Berlin, wo ich wohne, auch durchaus üblich war. Ja, das war die gute alte Zeit. Wie wir wissen, damals kaum Kriminalität. Ja, im Gegensatz zu heute übrigens tatsächlich sehr viel mehr Kriminalität und auch sehr viel mehr Ermittlungsaufwand. Ja, es gibt heute sehr viel weniger Kriminalität als damals und die Polizei hat sehr viel mehr Daten als je zuvor. Beispiel: Vorratsdatenspeicherung, immer wieder diskutiert. Jetzt gerade, nachdem sie mehrmals von Bundesverfassungsgericht und EuGH kassiert wurde, wieder neu auf den Weg gebracht von unserer schönen EU-Kommission, die unter deutscher Anleitung natürlich. Wir haben die Telekommunikationsüberwachung daran angelehnt, die Quellentelekommunikationsüberwachung. Im Prinzip ein Euphemismus, der letztendlich das bezeichnet, was ich Staatstrojaner nenne, also eine Software, die ihr System infiziert, um dort Verschlüsselung so zu umgehen, dass die Inhalte quasi abgegriffen werden, bevor sie verschlüsselt werden. Also wenn ich hier über, was weiß ich, den Messenger Signal eine Nachricht versende, ist sie auf meinem System ja unverschlüsselt und wird für den Transportweg Ende zu Ende verschlüsselt. Die Idee also, wir hacken das Handy und klauen die Nachricht, bevor sie versendet wurde. Daher diese Idee Quellen-TKÜ. Eine tatsächlich juristische Fiktion, die davon ausgeht, dass man nur Telekommunikation überwachen kann und den Rest des Gerätes damit nicht beeinträchtigt. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir haben ja immer noch eine Infektion des Systems und natürlich sind andere Zugriffe auch möglich, wie mehrere Mitglieder des CCC vor ungefähr 10 Jahren demonstriert haben mit dem ersten deutschen Staatstrojaner, der eine solche Quellen-TKÜ machen sollte. Und er hatte so die etwas hemdsärmliche Herangehensweise, die ganze Zeit Screenshots zu machen, während die Leute an ihrem Computer waren. Die Online-Durchsuchung, der gleiche Staatstrojaner darf aber mehr. Sie haben die Funkzellenabfrage. Ja. Gehen Sie mal in Dresden auf eine Demonstration gegen verfassungsfeindliche Zusammenrottungen dort, finden sich in der Funkzellenabfrage zurück, wo die Polizei im Prinzip das Mobilfunknetz zu einer und die Telefone, die wir alle mit uns führen, zu einem Ortungssystem über die ganze Stadt Dresden umbaut. All das mit rechtlicher Grundlage. Sie kriegen die Daten beim Provider, Mail, Google, Social Network oder sonst was. Gerade wieder einen schönen Fall gesehen, wo US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden im Prinzip einfach von Google verlangt haben, sie würden gerne wissen, wer alles in einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten Begriff gegoogelt hätte. Ja, also Rasterfahndung nach Google-Suchbegriffen. Ja, ganz zu schweigen davon, dass die eh alle ihre E-Mails bekommen, die sie da haben, oder ihre Tweets oder sonst was. Ich meine, wer kennt nicht den wunderschönen Fall in Hamburg, wo jetzt eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, weil jemand einen Tweet über einen gewissen Innensenator abgesetzt hat. Wir haben eine konsequente Ausweitung dieser Überwachungsmaßnahmen. Der Staatstrojaner, ursprünglich gekommen für den Kampf gegen Terrorismus und Schwerstkriminalität, inzwischen für die Alltagskriminalität zugelassen. Alltagskriminalität, irgendwie sowas wie Drogenhandel oder sonstiges. Staatstrojaner, gar kein Problem. Sollte mal irgendwie das BKA dürfen, kann jetzt die Polizeidienststelle an der Ecke. Staatstrojaner vor Begehen einer Straftat, also nicht nur im Rahmen der Strafverfolgung, sondern beim Verdacht. Ja? Sie haben also noch gar nichts gemacht und dürfen schon Ziel eines Hackings von Seiten des Staates sein. Die alle deutschen Geheimdienste, Inlands- und Auslandsgeheimdienste dürfen Staatstrojaner benutzen. Alle Bundesländer haben Vollzugriff auf biometrische Passbilder und bauen gerade Videoüberwachungssysteme mit Gesichtserkennung.
Wenn wir Asylbewerberinnen in dieses Land lassen, durchsuchen wir ihre Handys, ja, und haben quasi hier forensische Systeme, die quasi dann prüfen sollen, ob die Fotos, die auf diesen Handys sind, zu der Geschichte der Flucht passen, die diese Menschen erzählen. Wir speichern die Flugdaten und die EU baut gerade daran, die E-Privacy-Richtlinie zu schwächen, sodass quasi Inhalte auf den Geräten selber, also Chat-Inhalte auf den Geräten selber geprüft werden, auf verbotene Inhalte und dann automatisch an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. Die Idee wäre also hier, dass sie eine schwer kriminelle, aber grenzdebile, sagen wir beispielsweise, Pädophile oder Päderaste oder wie auch immer man das politisch korrekt bezeichnet, aber mit diesen Beispielen wird es ja immer uns quasi geschildert. Sie haben also die Angewohnheit, über den Messenger WhatsApp die ganze Zeit illegale Dokumentationen von Kindesmissbrauch zu teilen und jetzt soll WhatsApp solche Bilder bei Ihnen erkennen und im Zweifelsfall dann sofort an die Strafverfolgungsbehörden melden. Das Problem: Diese Systeme prüfen ja alle Inhalte. Und es ist also nicht so, dass hier eine automatische Prüfung stattfindet, die nur im Falle dieser strafrechtlich relevanten Dinge anspricht, sondern ein System, was jedes einzelne Bild und jede einzelne Nachricht, die Sie bekommen, prüft. Und ich würde jetzt mal vorsichtig davon ausgehen, dass die überwältigende Mehrzahl von Nachrichten, die wir verschicken, und das sind ja viele Milliarden am Tag, nicht strafrechtlich relevant sind. Und alle diese Nachrichten sollen geprüft werden. Das heißt, hier eine Fehlerwahrscheinlichkeit von Bruchteilen von Prozenten führt immer noch zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden False Positives. Hier werden also Systeme gebaut oder Systeme sich vorgestellt von Menschen, die genau gar keine Ahnung von IT haben, gar keine Ahnung haben von Stochastik, gar keine Ahnung haben von dem, was sie für künstliche Intelligenz halten. Und letztendlich Überwachungssysteme in unsere Geräte bauen, die immer eine Konsequenz haben. Und das kann ich Ihnen als technisch versierte Person sagen, nichts von diesen Systemen oder quasi eine Chatkontrolle auf meinem Gerät oder einen Staatstrojaner bin ich bereit, auf meinen Systemen zu dulden. Ich bin auch nicht bereit, mir verbieten zu lassen, dass ich verschlüssele. Wann immer wir also versuchen, IT-Sicherheit für die Masse der Menschen wegzunehmen, passiert der Effekt, dass sie am Ende nur noch denen zur Verfügung steht, die aus guten Gründen gezielt danach suchen. Und das sind natürlich potenziell dann eben auch die Kriminellen. Also in den USA ein klassischer Ausspruch zum Thema Waffen, ja, if guns are outlawed, only outlaws have guns. Das gleiche ist mit der Privatsphäre. Ja. Die technischen Realitäten werden sich nicht verhindern und nicht verbieten lassen. Wir werden immer in der Lage sein, Systeme zu bauen, die verschlüsseln. Die Frage ist nur, wem sind sie dann noch zugänglich? Möchten wir, dass sie nur Kriminelle haben und wir als Gesellschaft ungeschützt sind? Oder möchten wir, dass wir als gesamte Gesellschaft einen Schutz haben, von dem wir wirtschaftlich und auch als Demokratie profitieren? Versuchen Sie mal, einen Tag ohne digitale Spuren hinter sich zu bringen. Ja? Sie dürfen Ihr Telefon nicht benutzen, Sie dürfen das Internet nicht benutzen, Sie dürfen nirgendwo mit Karte zahlen, Sie dürfen sich nicht an Orte bewegen, wo Videoüberwachung stattfindet, Sie dürfen nicht mit dem Nahverkehr fahren. Und wenn Sie sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, dann dürfen Sie auch nicht bei Lieferando oder Volt Essen bestellen. Es ist also, und alle diese Daten sind ja potenziell zugreifbar. Wir haben in Großbritannien schon Gerichtsverfahren, wo die Fitness-Tracker ausgewertet wurden, um halt quasi Mörder darauf auf die Spur zu kommen, dass sie eben nachts auf einmal längere Zeit erhöhten Puls hatten. Oder die Audioaufzeichnungen von Alexa
abgefragt wurden. Alle diese Systeme, alle diese Daten stehen den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung. Und die Idee, dass es jetzt, dass es hier ein Going Dark gäbe oder keine Ermittlungsansätze, ist einfach nicht zu halten. Die Polizei hat zu viele Daten. Das ist eher das Problem. Das Internet als rechtsfreier Raum ist also absoluter Unsinn. Und ich könnte sehr viele Beispiele nennen. Wir können die Darknet-Drogenmärkte nehmen. Wir können die organisierte Kriminalität im Bereich des Drogenhandels nehmen. Wir können die Ransomware-Gangs nehmen, die eine nach der anderen zumindest identifiziert werden und teilweise dann auch der Strafverfolgung zugeführt werden, wenn Russland sie hergeben würde. Oder wir gucken uns das Thema an, mit dem die Polizei uns immer Angst machen will, nämlich dem dokumentierten Kindesmissbrauch. Einer dieser Ringe nach dem anderen wird hochgenommen. Das ist etwas, was wir regelmäßig hören. Und das ist gut, dass das passiert. Und das passiert mit klassischer Polizeiarbeit. Und das passiert, weil eben technische IT-Sicherheit nicht das Einzige ist, was Menschen benötigen. Wir haben Ermittlungsbefolge, Darknet-Marktplätzen, Waffenhandel, dokumentierter Kindesmissbrauch. Und wir haben zum Beispiel so Fälle wie EncroChat und Anom, wo quasi Strafverfolgungsbehörden angeblich sichere Systeme direkt an Kriminelle verkauft haben und oder von Kriminellen genutzte Systeme gezielt gehackt haben und diese auswerten. Es ist also mitnichten so, dass wir hier keine Ermittlungserfolge hätten. Ich will auch nicht jeden einzelnen dieser Ermittlungsfolge abschließend bewerten, aber wahrscheinlich ist es, und das wäre so mein Denkanreiz, nicht schlecht, dass ein Ermittlungserfolg auch einen gewissen Anteil manuelle Arbeit erfordert. Und das ist letztendlich das, was eine Demokratie vom Überwachungsstaat unterscheidet, dass Polizei nicht einfach alle Daten hat. Und wenn Polizei einfach alle Daten hat, dann wird eben auch der Aufwand, eine Einzelperson zu erfassen, zu überwachen, zu gering. Zuletzt lassen Sie sich bitte auch nicht einreden, die Dunkelziffer sei zu hoch, denn die Dunkelziffer heißt Dunkelziffer, weil die Dunkelziffer unbekannt ist. Und das hören Sie natürlich von beispielsweise Polizeigewerkschaftsvorsitzenden, die den Staat über ein Jahrzehnt um ihre Beamtenbezüge geprellt haben und meinen, irgendwelche Überwachungsstaat-Fantasien verbreiten zu müssen. Sehr gerne. Angst ist in diesem Bereich immer ein schlechter Berater, weil was nicht passieren wird, ist, dass durch irgendwelche Kryptoverbote oder durch irgendwelche Chatkontrolle die Kriminalität eingedämmt wird. Die Kriminalität wird einfach woanders hingehen und wir bleiben die Idioten mit der Vollüberwachung und den unsicheren Systemen. Wir haben also im Bereich des Cybercrime Angst, Unsicherheit und Zweifel. Der Phänomenbereich ist mystisch. Wenige Leute verstehen, was das Problem ist, wie Angriffe stattfinden, was dagegen zu tun ist und was vielleicht auch einfach nicht zu lösen ist. Technische Anonymität im Internet wird es auch weiter geben. Die Frage ist, möchten wir als Gesellschaft davon profitieren oder möchten wir nur, dass Kriminelle davon profitieren? Halbwissen und Halbwahrheiten vergiften die Debatte. Ja? Schauen wir uns den dokumentierten Kindesmissbrauch an, schauen wir uns irgendwelche Fabeln an von Going Dark, schauen wir uns die Polizei an, die die eigenen Erfolge schlecht redet. Und die schwerwiegenden Grundrechtseingriffe werden immer wieder von Bundesverfassungsgericht und EuGH kassiert. Gleichzeitig bleiben aber die Proponenten solcher Angriffe die Begründung oder den Beleg schuldig, dass ihre Maßnahmen überhaupt irgendetwas bringen würden. Ja, wir haben ja Staaten, in denen es jahrelang eine Vorratsdatenspeicherung gab. Haben die bessere Aufklärungsquoten? Nein. Trotzdem wird immer derartiges gefordert. Ich möchte natürlich auch letztendlich, glaube ich, dass wir das Problem auch nur in den Griff kriegen, indem wir eine bessere IT-Sicherheit bekommen. Und deswegen müssen wir es auch auf politischer Ebene lösen, dass wir kompromisslos für eine bessere IT-Sicherheit einstehen. Bis dahin bleiben uns ein paar Möglichkeiten. Wir müssen unsere Systeme auf dem aktuellen Stand halten, damit sie keine Schwachstellen haben. Also Updates, Updates, Updates.
Wir müssen unsere Daten sichern, also Backups, Backups, Backups. Solange wir uns noch mit Passwörtern authentifizieren, brauchen wir einen Passwortmanager. Das ist das Beste, was Sie für Ihre IT-Sicherheit tun können. Nutzen Sie bei den kritischen Accounts eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Kleiner Tipp, die Banking-Accounts haben das ohnehin schon. Dann ist Ihr wichtigster Account der E-Mail-Account, über den sich alle anderen Passwörter zurücksetzen lassen. Und deaktivieren Sie die Makros. Wenn Sie das tun, sind Sie schon einmal einen signifikanten Schritt weiter und können sehr viel mehr erreichen, wenn das einfach die gesamte Gesellschaft tun würde, als wir durch irgendwelche Strafverteidigungsmaßnahmen, Gesetzesausweitung und sonstiges jemals erreichen werden. Das soll nicht heißen, dass wir vor diesem Phänomenbereich Cyberkriminalität vollständig kapitulieren sollen. Aber wir haben auch in anderen Kriminalitätsbereichen anerkannt, dass es sie gibt, dass wir sie auf ein Minimum eingedämmt haben und dass Strafverfolgung erfolgreich stattfindet. Ja? Wir gehen durchs Internet und wir gehen auch nachts durch den Park. Und ab und zu finden dort Straftaten statt. Dann haben wir Aufklärungsquoten und wir alle wissen, dass wir diese Aufklärungsquoten niemals auf 100% bekommen werden. Und mit dieser Realität müssen wir uns anfreunden, wenn wir uns in diesem Phänomenbereich sinnvoll bewegen wollen. Das wären meine einleitenden Worte zu einer Vorlesungsreihe, mit der Sie sich jetzt mit meinem Phänomenbereich auseinandersetzen, den ich tatsächlich, wie Sie sehen, überhaupt nicht juristisch betrachte, sondern sagen wir mal, niemals in der Situation landen möchte, dass ich auf Strafverfolgung oder juristische Situationen angewiesen sein muss, sondern eben zunächst einmal schaue, wie ich meine Systeme sichere und wie ich eventuell die Bundesrepublik Deutschland an den Punkt bringe, dass ich auch weiterhin meine Systeme sicher betreiben darf. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Neumann, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannender Vortrag. Da steckte schon ganz viel Juristisches drin. Also stellen Sie Ihren Lichter mal nicht unter den Scheffel. Da war schon einiges dabei. Und Sie haben uns quasi schon mal sehr gut vorbereitet, damit wir dann bei den nächsten Vorträgen, wenn wir dann Leute vom BKA, von der Generalstaatsanwaltschaft und so weiter zu Gast, die auch so richtig schön in die Mangel nehmen können. Von daher vielen Dank schon mal dafür. Jetzt wollen wir trotzdem den Leuten, die da sind, sind wirklich noch sehr, sehr viele da, das freut mich zu sehen, kurz die Möglichkeit geben, Sie vielleicht noch ein bisschen in die Mangel zu nehmen und vielleicht die ein oder andere Frage noch an Sie zu richten. Es kommen hier auch schon die Fragen rein, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen und ob wir alle schaffen. Eine Frage kam, ob es aus der Perspektive der IT-Sicherheit denn Sinn machen würde, exotische oder seltene Software zu nutzen, um nicht zum primären Ziel von Massenangreifern zu werden? Also eine etwas praxisbezogene Frage. Ja, das hat, da gibt es zwei Überlegungen zu. Wenn ich etwas verwende, was wenig Leute verwenden, dann muss ich davon ausgehen, dass es insgesamt weniger Aufmerksamkeit bekommt, also eventuell auch Schwachstellen da drin nicht so leicht gefunden werden. Gleichzeitig will ich ja als Krimineller nicht herausstechen. Also ich würde Kriminellen immer dazu raten, ganz normale Messenger zu benutzen, weil sie dann nicht im Profil auffallen, dadurch, dass sie ausgefallene Systeme verwenden. Gleichzeitig ist es natürlich so, das Problem ist eigentlich weniger, ob ich eine ausgefallene Software verwende, sondern ob ich eine Software verwende, die letztendlich unter TKG oder TMG in Deutschland für die Behörden zugänglich ist. Ja? Und das sehen wir ja zum Beispiel bei dem E-Mail-Anbieter Tutanota, der sogar von einem deutschen Gericht verpflichtet wurde, seine eigenen Sicherheitsvorkehrungen herabzusetzen und seine Sicherheitsversprechen an die Nutzer konkret zu brechen. Ja? Das heißt, wir sind schon in einer Welt, in der ihren Anbietern staatlich verordnet werden kann, dass ein Sicherheitssystem für sie ausgeschaltet wird. Und ich meine,
dann braucht man sich nicht wundern, wenn Menschen mit Aluhüten halt einfach Angst haben vor allgegenwärtiger Überwachung. Grundsätzlich fühle ich mich eigentlich relativ wohl mit Systemen, die viele Menschen verwenden. Die haben einen schlanken Metadaten-Fußabdruck und da gucken viele auf die Sicherheit. Aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, was der konkrete Anwendungsfall ist und ob man jetzt eine Privatperson ist oder im Rahmen der organisierten Kriminalität, was da so das Threat-Level ist und mit wem man kommunizieren muss. Ja? Als Journalistin muss ich ja nun mal auch die Systeme verwenden, mit denen ich meine ganzen Kontakte kontaktieren kann. Vielen Dank, sehr differenzierte Antwort. Dann, hier kommen einige Fragen rein. Ist es Ihrer Erfahrung nach zutreffend, dass deutsche Behörden beschlagnahmte oder gefundene aktuelle Smartphones nicht entschlüsseln und damit eben durchsuchen können, dies aber dann mit Hilfe der Hersteller bzw. amerikanischer Behörden generell möglich ist? Also es gibt... Also ich würde sagen, die meisten Geräte, die die finden, sind am Ende so dadurch sehr einfach zu durchsuchen, dass sie, dass die Eignerin schlechte Passwort oder zu kurze und nur auf Zahlen basierende Codes da drauf gesetzt haben oder dass man die halt mal einen Tag verfolgt hat und in der Bahn neben denen gestanden hat oder über die Schulter geblickt hat, wenn sie ihr Passwort eingegeben haben. Ich bin tatsächlich gerade nicht auf dem aktuellen Stand, was bis zu welchen Betriebssystemversionen Cellebrite, also dieser Hersteller von Forensik-Tools, gerade ein Kraken verspricht oder nicht. Das ist ein dynamisches Feld, was sich die ganze Zeit ändert und die beste Möglichkeit da auf dem, sag ich mal, in der besten Situation zu bleiben ist, das Smartphone auf dem aktuellen Stand zu haben, überhaupt ein Smartphone zu haben, was man auf den aktuellen Stand bringen kann und dann einen sehr langen Passwortschutz zu haben. Ich sehe es 20 Uhr, mein Tageslicht ist gerade ausgegangen. Also quasi, weil häufig funktionieren diese Cracking-Angriffe eben darüber, dass zu schlechte Passwörter verwendet wurden. Also auch da eher der Mensch, der das Sicherheitssystem falsch verwendet, als dass tatsächlich eine technische Schwachstelle ausschlaggebend ist. Dazu haben wir direkt auch eine Frage, die dann weiter in das Technische reingeht, Stichwort Passwortmanager. Da kommt die Frage, wenn man mir das Masterpasswort nimmt, hat man auf einen Schlag alle Passwörter. Das ängstigt die fragende Person eher, als dass sie darin Sicherheit sieht. Ja, das ist genau das, also das ist genau der Bereich, hören Sie mich jetzt wieder? Ja, jetzt. Okay, wunderbar. Also, jetzt habe ich die Frage vergessen. Also die Frage war Passwortmanager. Ja, genau, vielen Dank. IT-Sicherheit geht immer erstmal von der Bedrohungssituation da draußen aus. Und während Sie im Prinzip sicher sein können, dass irgendeiner der Anbieter, denen Sie ein Passwort hinterlegt haben, gehackt wird und dabei ihr Passwort an die Öffentlichkeit gelangt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kompromittiert werden
und quasi die Daten auf ihrem Computer in die Hände der Angreifer kommen und ein Keylogger installiert wird und damit ihr Passwortmanager geknackt wird, das ist sehr viel unwahrscheinlicher. Ja? Das heißt, während ich also seit wahrscheinlich 10 Jahren einen Passwortmanager nutze, ist es Angreifern bisher nicht gelungen, mir den Passwortmanager zu klauen. Es ist ihnen aber mehrfach gelungen, Accounts von mir zu knacken, die bei irgendwelchen anderen Anbietern waren. Das heißt in der Folge, jedes einzelne Mal, wenn ich jetzt das gleiche Passwort verwendet hätte, hätten die Angreifer alle meine Accounts übernommen. Also ist diese Schutzmaßnahme Passwortmanager zielgerichtet, weil sie quasi über den Zeitraum die geringere Wahrscheinlichkeit hat, dass ich dass ich ohne einen Passwortmanager schon mehrmals größere Probleme gehabt hätte, die ich jetzt dank des Passwortmanagers bisher nicht hatte. Natürlich ist es aber so, dass wir von Passwörtern irgendwann ganz weg wollen und dass wir eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung haben wollen. Deswegen habe ich das ja auch erwähnt. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten in der Welt bleiben, in der Sie überall das gleiche schlechte Passwort verwenden, dann kann ich Ihnen garantieren, dass Sie früher an das Ende Ihrer Glückssträhne kommen, als wenn Sie einen Passwortmanager verwenden. Und viel mehr kann IT-Sicherheit eh nie bieten. Tja, also der Hacker-Paragraph, das sind diese ganzen 202 Ausspähen von Daten und insbesondere der 202c Vorbereitung des Ausspähens von Daten. Ist ein Problem, weil damit letztendlich Software, die hacken kann oder die das Hacken ermöglicht, illegalisiert wird. Und wenn man solche Software nicht selber zur Prüfung verwenden darf, dann kann man eben auch nicht selber quasi wie ein Angreifer auf die eigenen Systeme blicken. Noch dazu haben wir jetzt gerade wieder zwei Fälle in der Öffentlichkeit, in der quasi Schwachstellen gemeldet wurden und von sehr inkompetenten und unsouveränen Unternehmen am anderen Ende dann mit einer Strafanzeige reagiert wurde. Also wenn wir in einer solchen Kultur leben, in der Menschen, die ihre ehrenamtliche Freizeit investieren, um uns über Schwachstellen zu informieren, mit Strafverfolgung rechnen müssen, dann ist das natürlich auch wieder nicht in unserem Sinne, weil das bedeutet, dass die nächste Person sagt, pass mal auf, leck mich am Arsch, wenn ich euch das jetzt melde und sage, übrigens eure Haustür ist offen und dafür am Ende wegen versuchten Einbruchs vor Gericht stehe, dann sage ich euch lieber nicht Bescheid und lasse die Tür offen, bis ein wirklicher Einbrecher kommt. Insofern auch hier sehr schlechte Anreizmodelle. Ja. Schwieriger Paragraph, der 202c, auf jeden Fall. Dann haben wir eine Frage, ob es für Sie moralisch vereinbar wäre, als Hackerin für den Staat, Beispiel BSI, CITES, zu arbeiten und ob das die Hackerethik eigentlich Das kommt, denke ich, sicherlich auf den Arbeitsbereich an. Ja, also gerade das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik macht ja auch gute Dinge. Ich bin auch beispielsweise in einem Beirat des BSI, der sich der IT-Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher verschrieben hat. Die CITES, die Zentralstelle für IT-Sicherheit, oder, ne, mal, ich komme da immer nicht drauf. Irgendwas. Das ist natürlich, also wenn es in den offensiven Bereich geht, ich denke, die ethischen Grenzen sind da, wo man Schwachstellen geheim hält und wo die eigene Arbeit nicht der Zunahme von IT-Sicherheit für die Allgemeinheit dient. Denn ich denke, dass es immer die bessere, und zwar ausnahmslos immer die bessere Abwägung ist, Schwachstellen zu beseitigen und die Evolution der IT-Sicherheit voranzutreiben und dafür zu sorgen, dass die gesamte Gesellschaft davon profitiert. Und wenn man das nicht tut,
ist man in einem Bereich unterwegs, der wahrscheinlich nicht mehr so einfach moralisch vertretbar ist. Direkt auf die Behördenperspektive anschließend die Frage, was Sie von der Umstellung der Behörden auf Open Source halten. Welche Behörde macht das denn? Ich weiß es gerade auch nicht. Ah, Schleswig-Holstein, ja. Naja, also das hat erstmal ist keine Sicherheitsfrage, sondern auch natürlich eine generelle Frage, was man möchte, wie öffentliche Gelder ausgegeben werden, in welche Abhängigkeiten man sich begeben möchte. Insofern, ja, sehe ich jetzt gerade nicht mehr so unbedingt im Themenbereich, weil wir ja über Kriminalität sprechen wollten. Wobei natürlich durchaus die Methoden, wie Unternehmen wie Microsoft versuchen sicherzustellen, dass Schulen und Behörden in ihre Fänge geraten, natürlich denen von kriminellen Banden durchaus ähnlich sind. Falls ja, für wie sinnvoll bzw. erfolgreich halten Sie das? Ob der Staat Unternehmen dabei hilft? Ja, ich glaube, es ist eher umgekehrt, oder? Dass die Unternehmen den Staat. Also, die aktuelle Realität ist, dass Unternehmen sich leider selber um ihre IT-Sicherheit kümmern müssen. Und dass sie eben ab einer gewissen Komplexität nicht mehr in der Lage sind, etwas einfach fertig und funktionierend sicher von der Stange zu kaufen. Das ändert sich langsam, ja, aber es ist nun mal eine bittere Realität. Und ich sage nicht, dass das eine gute Realität ist, dass IT-Sicherheit eben ein Teil von IT ist und dafür eben Zeit und Ressourcen verwendet werden müssen. Das ist kein Zustand, den ich gut finde, aber das ist eine Realität. Das kann der Staat jetzt auch den Unternehmen nicht abnehmen. Und diese IT-Sicherheitsgesetze, die man da jetzt sieht, IT-Sicherheitsgesetz 1 und 2, da sieht man ja auch, dass die nichts gebracht haben. Es ist ja nicht so, dass irgendetwas sicherer ist. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben die Unternehmen überlastet mit bürokratischen Anforderungen, die dann zu Lasten zielgerichteter IT-Sicherheit gehen. Ja, das heißt, es scheint eher so zu sein, dass der Staat die Unternehmen daran hindert, zielgerichtet IT-Sicherheit zu betreiben. Zumindest in den Bereichen der kritischen Infrastrukturen und der Unternehmen besonderen öffentlichen Interesses. Ja. Wir haben einen Kompetenzmangel in diesem Bereich und der hat lange historische Gründe, ja, weil IT-Sicherheit lange Zeit eben als etwas vollständig Getrenntes betrachtet wurde. Und ich denke, die sinnvollen staatlichen Maßnahmen wären, diesen Markt endlich mal, also den Markt der IT endlich mal durch Haftungen quasi Update-Zwang und sonstiges Beine zu machen, dass man eben nicht mehr als Bereitstellerin einer Software letztendlich ohne jede Haftung agiert. Ja, das tolerieren wir sonst nur beim Handel mit illegalisierten Substanzen. Überall sonst haften sie für den Shit, den sie anderen Leuten verkaufen, außer in der IT. Wir kommen langsam zu den letzten Fragen, weil ich auch weiß, dass Sie, Herr Neumann, gleich aufbrechen wollen und uns ja hier schon sehr, sehr lange unterhalten haben. Insbesondere habe ich übrigens ganz viele Fragen zu einzelnen Produktempfehlungen, die ignoriere ich jetzt. Können wir alle ignorieren? Ich empfehle nie ein Produkt. Okay, ja. Genau. Dafür habe ich Sie auch nicht angefragt. Aber eine Frage vielleicht noch. Inwiefern betrachten Sie denn den Bereich der Wirtschaftsspionage staatlich oder auch nicht staatlich als ein Bedrohungsmodell für die IT-Sicherheit von Unternehmen in Deutschland? Tja. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel Deutschland noch wirklich macht, was andere Leute zur Wirtschaftsspionage drängen müsste. Ja?
da, also ich meine, wenn man sich darüber beschwert, dass China die Produkte nachbaut, dann muss man sich eben überlegen, dass man sie ja auch dorthin schickt, um sie bauen zu lassen. Natürlich gab es im Bereich der Medizin, die jetzt irgendwie spannend wurde, Angriffe auf Unternehmen, wo Aussicht bestand, dass dort, sagen wir mal, sehr wertvolles Intellectual Property entstehen würde. Natürlich ist Wirtschaftsspionage ein Problem für ein Land, das hauptsächlich durch, naja, man kann es kaum noch sagen, aber Innovationskraft und Ingenieurskunst irgendwie den größeren Teil seiner Wirtschaftsleistung noch in der Lage ist, hervorzubringen. Aber auch da ist die Konsequenz ja einfach nur, okay, dann brauchen wir eben mehr Kraft in der IT-Sicherheit. Dann müssen wir eben dafür sorgen, dass wir der IT vertrauen können. Und wir hängen als Gesellschaft in allen Bereichen viel zu große Risiken an dieser IT. Und das, was wir an IT-Sicherheit haben, ist diesen Herausforderungen, diesen Anforderungen einfach nicht gewachsen. Wir können noch ein paar Minuten weitermachen, wenn Sie möchten. Ich habe noch ungefähr bis Halbzeit. Dann kann ich hier doch noch ein bisschen abarbeiten. Es ist so hart, diese Auswahl hier zu treffen. Okay, sind externe Pentesting-Firmen eine hilfreiche Unterstützung bei der Absicherung von Infrastrukturen? Die Frage kam ja auch schon ein paar Mal. Große Versprechen bei minimaler Transparenz. Woran erkennt man kompetente Firmen? Naja, da ich ja selber in diesem Bereich tätig bin, bin ich natürlich völlig davon überzeugt, dass eine Prüfung auf Sicherheitslücken etwas bringt. Und natürlich tut sie das auch, weil diese Pentests ja in der Regel in gefundenen Schwachstellen münden, die dann entfernt werden und damit eben zu einer Erhöhung der IT-Sicherheit beitragen. Die Frage ist natürlich, wo will man das machen? Ja, sinnvoll sind die natürlich bei den Unternehmen, die zum Beispiel Produkte oder Software in Umlauf bringen. Ja, wenn ich also jetzt beispielsweise für einen Hersteller arbeite, wo ich weiß, okay, der wird jetzt diese Software oder dieses System oder dieses Produkt, was wir uns da anschauen, potenziell sehr vielen Menschen verkaufen und für die wollen wir eine sichere Lösung haben. Wenn irgendein kleines Unternehmen mit, was weiß ich, 20 Mitarbeitern sagt, mach mal bitte einen Pentest, dann kommt da am Ende raus, die müssen ordentliche Passwörter und ein paar andere Konfigurationen in ihrem Windows vornehmen. Ja. Das ist natürlich für das Unternehmen sehr gut, ist aber dann häufig, sag ich mal, von der Art der Schwachstellen, die dort gefunden werden, etwas, was eine normale IT-Administratorin durch ein Mindestmaß an Sachkompetenz auch selber hinkriegen kann. Was da eben fehlt, ist die Kompetenz, zielgerichtet zu wissen, was die Schwachstellen sind und nach denen zu suchen. Und das, denke ich, ist eine Kompetenz, die müssen wir in die Breite kriegen. Und dann, das können wir im Zweifelsfall auch nur, indem wir die Herstellerinnen immer mehr verpflichten, eben sichere Verfahren zur Anwendung zu bringen, um da wirklich auch ich sehe immer diese Fehlwahrnehmung, diese toxische Vorstellung, dass IT-Sicherheit der Nutzung im Weg stünde. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, Passwortmanager ist sowas von komfortabel. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung können Sie auf Ihrem eigenen Gerät ausschalten, dann müssen sie das auch nicht mehr machen. Es steht immer nur den Angreifern im Weg und davon gibt es schöne Sicherheitsmaßnahmen und die zur Anwendung zu bringen, macht Sinn. Und das ist eben der Punkt, der überall Anwendung finden sollte und dahin sollten Unternehmen im Zweifelsfall nicht darüber kommen, dass sie sich teure Pentester holen, sondern dass diese Kompetenz irgendwann bei allen ist. Und dann können wir mit den Pentests auf die Infrastrukturen gehen, auf die Herstellerinnen von solcher Software, die, wenn sie für den Mist haften, natürlich dann auch eine ganz andere Motivation haben, was ihre eigene Qualitätssicherung angeht. Aber nochmal, nicht vergessen, die meisten Leute werden gehackt, weil sie menschlich getäuscht werden. Ja, da dürfen wir die technischen Schwachstellen
auch nicht völlig überbewerten. Naja, das ist tatsächlich nicht korrekt, dass diese Versicherungen sehr beliebt werden. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Cyberversicherungen einen Ausschluss haben für die Zahlung der Erpressungsgelder. Die entscheiden sich im Einzelfall im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Abwägung potenziell die Zahlung zu leisten. Und diese Versicherung läuft auch nicht unbedingt ins Leere, weil wenn sie einmal wirklich einen Ransomware-Fall hatten, dann haben die Angreifer ja ihr komplettes Netzwerk kompromittiert und ihre komplette Flotte. Und es wäre töricht zu sagen, alles klar, wir zahlen und betreiben dieses Netzwerk dann so weiter. Ja, sie zahlen im Prinzip zur Einschränkung der Betriebsunterbrechung, zur Einschränkung des Schadens. Ja, aber sie müssen natürlich dann trotzdem für viele Zehntausende oder Hunderttausende Euro, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, dann eine bessere IT aufbauen, weil sie ja einmal vollständig kompromittiert war. Und das sind dann natürlich die Schäden, die die Versicherung deckt. Übrigens auch zum Beispiel die Betriebsunterbrechung und Ähnliches. Ja. Also der Schaden, wenn man wirklich so einen Ransomware-Fall hat, ist der Schaden bei weitem nicht nur das Lösegeld, das man zahlt oder nicht zahlt, sondern eben auch das nachträgliche Bereinigen des Systems, die Betriebsunterbrechung und Sonstiges. Das Abwenden der Betriebsunterbrechung ist ja im Prinzip das, was die Dienstleistung der Erpresser ist. Und die Versicherer sind quasi in der Lage, dass sie potenzielle Deckung für die Betriebsunterbrechung haben und nicht für die Ransomware-Zahlung. Und so kommen die Versicherer dann gerne mal in die Überlegung, nicht vielleicht doch das Erpressungsgeld zu zahlen. Die wollen nur zum aktuellen Stand sich quasi nicht in ihren Bedingungen dazu verpflichten, das auch unbedingt tun zu müssen. Wenn sie eine solche Versicherung haben wollen, dann wird die Versicherung zwei Dinge machen. Erstens sehr viel teurer sein und zweitens sich sehr viel mehr für ihre Backup-Systeme interessieren. Düsseldorf hacken und haben stattdessen das Universitätsklinikum getroffen, das daraufhin unter anderem die Notaufnahme schließen musste, Patienten mussten, Notfälle mussten umgeleitet werden, eine Frau ist gestorben auf dem Weg in das weiter entfernte Krankenhaus und dann kam die Polizei auf die Idee, weil eben auch in dem Erpresserbrief, was von Universität stand, die Erpresser doch mal darauf hinzuweisen, dass es sich um das Krankenhaus handelt und dann haben sie tatsächlich ohne Lösegeldzahlung die Daten wieder freigegeben. Trotzdem würde niemand sagen, dass das ohne Schäden einhergegangen ist, auch wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, die Obduktion nachher ergeben hat, dass die Frau trotzdem gestorben wäre, auch wenn sie in das näher gelegene Krankenhaus gekommen wäre. Aber da sieht man mal, was für Auswüchse das gerade eben bei empfindlichen Zielen nehmen kann und dass das Lösegeld dann in solchen Fällen noch das kleinste Problem ist. Ja, ganz, ganz schrecklicher Fall. Dann vielleicht haben wir aber trotzdem ein bisschen die Uhr im Blick. Eine Frage noch, wie kritisch sieht man als Vorsitzender des Chaos Computer Clubs, ich weiß gar nicht, ob Sie Vorsitzer sind? Nee, müssen Sie Vorsitzenden fragen. Sie sind Sprecher, das habe ich Sie auf jeden Fall auch vorgestellt. Also als Sprecher des Chaos Computer Clubs, die Offenlegung der Private Keys zur Verschlüsselung der Impfpässe. Ist nach meiner Kenntnis nicht passiert, so wie ich das verstanden habe. Waren die Systeme, die die Impfpässe signieren, ohne Passwort zugänglich? Ja, ist keine Glanzleistung im Bereich der IT-Sicherheit. Kurz und knapp beantwortet. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe einige Fragen jetzt aussortiert, davon waren aber viele zu bestimmten IT-Produkten oder haben sich wiederholt oder führten vielleicht ein bisschen zu sehr in Gefilde, die wir dann heute mit dem Vortrag auch fairerweise nicht abdecken wollen. Ganz viel Lob, wie gesagt, dass ich nicht im Einzelnen vorgelesen hatte, aus Sorge, dass wir sonst unseren Zeitplan nicht einhalten, sonst hätte ich Ihnen das natürlich auch alles noch vorgelesen.
Jetzt kommt nochmal eine Meldung, danke für den tollen Vortrag. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, dass Sie hier wirklich über 2 Stunden durchgehalten haben, dass Sie noch die Fragen alle brav beantwortet haben, auch wenn einige ein bisschen von Ihrem eigentlichen Thema weggeführt haben. Und ich hoffe, ich darf Sie auch in Zukunft noch mit weiteren Anfragen nerven, wenn hier wieder was startet. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Leute wie Sie in den Universitäten, die den Leuten auch mal einen Einblick in die Praxis vermitteln, damit dieser Einblick nicht nur von den Vertretern der Polizei und der Staatsanwaltschaft vermittelt wird, wenn sie uns mal besuchen, die natürlich auch alle einen ordentlichen Job machen wollen, aber einfach von einer anderen Perspektive herkommen. Und zwar eine Perspektive, die die Ausweitung von Kompetenzen immer positiv bewertet und die im Zweifel einfach nicht die Erfahrung aus der Praxis liefern kann, die Sie uns geliefert haben. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, dass alle, die heute da waren, die zugeschaut haben, die irgendwann mal in einem strafrechtlich einschlägigen Beruf tätig sind, sich das, was Sie hier heute mitgenommen haben, merken werden, nicht vergessen werden. Ich werde es auf jeden Fall tun. Die Frage kam ganz oft, ob es aufgezeichnet wird. Natürlich wird es aufgezeichnet, ja. Das wird alles für die Nachwelt festgehalten. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, bedanke mich auch bei allen, die hier Fragen eingereicht haben und wünsche uns allen noch einen schönen Abend und hoffe, viele von Ihnen dann bei dem nächsten Vortrag mit begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.